Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen zur 24. Sitzung des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement. Die Damen und Herren der SPD-Fraktion, denke ich, treffen jeden Moment ein. Ich freue mich, dass die Ausschussmitglieder den Weg hierher gefunden haben. Auch Sie als Sachverständige will ich zunächst einmal en bloc begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen besonderen Gast haben, nämlich seine Exzellenz Dr. Nicholas O'Brien, Botschafter von Irland. Herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig, dass Sie da sind. Der Ausschuss hatte ja vor, zum Thema Bürgerräte eine Reise nach Irland zu organisieren. Diesen Entschluss haben wir jetzt zunächst einmal aufgegeben wegen Corona. Gerade haben wir im bilateralen Gespräch etwas flapsig gemeint, dass das fast ein vollwertiger Ersatz der Irlandreise ist, wenn der Botschafter selbst sich die Zeit nimmt. Aber ich denke, der ein oder andere unmittelbare Eindruck, den werden wir vielleicht nach der Pandemie noch nachholen können. Wir freuen uns riesig, dass Sie da sind. Für uns kein alltäglicher Besuch. Danke dafür. Ich möchte die Gäste auf der Empore ganz herzlich begrüßen. Die Kollegin Dr. Anna Christmann hatte Geburtstag aus der Runde am 24.09., wie ich lese. Nochmal alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Wir dürfen eine neue Kollegin in der Runde begrüßen. Für die Linke gibt es eine neue Stellvertreterin, nämlich die Kollegin Achelwilm. Herzlich willkommen und heute gleich ins kalte Wasser geschmissen. Aber ich kann Ihnen sagen, so schlimm ist es bei uns gar nicht. Na? Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben eine Neuerung. Das sind nämlich diese Kameras. Wie das letzte Mal besprochen, haben wir jetzt die Möglichkeit, dass unsere Sitzung per Livestream übertragen wird in Bundestags-TV. Und die Sitzung wird zum Zwecke der Erstellung eines Protokolls aufgezeichnet. Deswegen nachher auch, wenn Sie Ihr Statement jeweils abgeben, bitte erst auf den Knopf drücken, sicherstellen, dass das Mikro an ist. Dann ist es nachher für die Protokollersteller leichter. Und natürlich dieselbe Bitte richte ich an die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben auch den einen oder anderen Mitarbeiter, der zugeschaltet ist über WebEx. Auch das für uns nichts Neues mehr, eher alltäglich, schon fast Routine zu Pandemiezeiten. Da meine herzliche Bitte, dass Sie Ihr Mikro ausschalten, dann haben wir keine störenden Nebengeräusche. Und der Vollständigkeit halber will ich darauf hinweisen, dass es von der Empore nicht gestattet ist, Film- und Videoaufzeichnungen zu machen. Die Tagesordnung, meine Damen, meine Herren, liegt Ihnen vor. Ich gehe davon aus, dass mit der Tagesordnung Einverständnis besteht. Und ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf, Fachgespräch zum Thema Bürgerräte. Und da will ich jetzt noch mal die einzelnen Sachverständigen per Namen begrüßen. Zunächst noch mal hier zu meiner Rechten, seine Exzellenz Dr. Nicholas O'Brien, Botschafter von Irland. Schön, dass Sie da sind. Dann fangen wir da unten links an. Herrn Roman Huber, geschäftsführender Bundesvorstand von Mehr Demokratie e.V., herzlich willkommen. Ich darf zu seiner Rechten begrüßen Frau Dr. Siri Hummel, die stellvertretende Direktorin des Mecenata-Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft. Sie merken, dann jetzt noch mal der Hinweis an die WebEx-Teilnehmer. Bitte alle Mikrofone ausschalten, stumm schalten, dann dürfte das nicht mehr passieren. Oh, jetzt klickt. Das ist etwas ganz Neues. Also ich bitte jetzt noch mal jeden WebEx-Teilnehmer zu prüfen, dass er auch stumm geschalten ist. Das hört sich doch jetzt sehr gut an. Wir waren nach Frau Dr. Siri Hummel nun bei Dr. Ansgar Klein, ein guter alter Bekannter im Unterausschuss. Nee, auch wenn ich es aus. Also es ging ja eingangs.
hoffe. So, sehr geehrter Herr Vorsitzender Hoffmann, angesehene Parlamentarier, ich freue mich sehr, an der heutigen Anschlusssitzung teilzunehmen und die Gelegenheit zu haben, mit Ihnen die Erfahrungen Irlands in die Einbindung Ihrer Bürger und Bürgerinnen in verschiedene Fragen zu teilen. Am Anfang kann ich sagen, dass ich hoffe, dass nach der Pandemie Sie können nach Irland reisen und sprechen mit den Teilnehmern. Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung und freue mich auf eine produktive Diskussion über die Erfahrungen Irlands und Deutschlands in der Einbeziehung unserer Bürgerinnen und Bürger. In der heutigen Welt ist es von entschiedener Bedeutung, dass sich die Bürger dem Staat, der Regierung und dem Parlament zugehörig und verbunden fühlen. Während wir über unsere Verfassung in Irland und die Art und Weise, wie sie geändert werden sollte, nachdachten, wurde beschlossen, ein repräsentatives Forum der Bürger einzurichten, um die Themen zu verstehen, die sich als wichtig erachteten. Irland hat seit seiner Unabhängigkeit zwei Verfassungen gehabt. Die erste im Jahr 1922 und die zweite in 1937. Die Verfassung von 1937 ist noch heute in Kraft. Wenn man sich speziell mit dem Thema befasst, das heute hier diskutiert wird, gibt es zwei wichtige Entwicklungen: die Einrichtung eines Konvents zur Verfassung und die Einführung von Bürgerversammlungen. Im Jahr 2012 wurde im Parlament vereinbart, einen Verfassungskonvent zu etablieren. Dieser bestand aus 66 zufällig ausgewählten Bürgern, 33 Politiker aus beiden Kammern des irischen sowie des nordirischen Parlaments und einem unabhängigen Vorsitzender. Der Beschluss zur Gründung des Konvents legte 8 Themen dar, die Konvent prüfen und über die er der Parlament Bericht erstatten sollte. Der Konvent prüfte auch 2 Fragen, die er selbst auswählte. Als Reaktion auf die Berichte des Konvents akzeptierte die Regierung 6 Empfehlungen zur Änderung der Verfassung. Zu 2 dieser Themen fanden im Mai 2015 Referende statt, zu senken der Altersschwelle für die Kandidatur bei Präsidentschaftswahlen und zur Gleichstellung der Ehe. Aufbauend auf dieser Veränderung fanden im folgenden Jahr Parlamentswahl und die Bildung einer neuen Regierung statt. Diese neue Regierung verabschiedete ein Regierungsprogramm, welches sich verpflichtete, innerhalb von 6 Monaten und ohne Beteiligung von Politikern, und das ist wichtig, ohne Beteiligung von Politikern, eine Bürgerversammlung einzurichten, die den Auftrag hatte, eine begrenzte Anzahl von Schlussthemen über einen längeren Zeitraum zu diskutieren. Der Unterschied zum Verfassungskonvent war, dass Politiker hier nicht mit einbezogen wurden. Das Mandat der Bürgerversammlung fordert sich auf, eine Reihe spezifischer Fragen zu prüfen und Empfehlungen abzugeben. Die Versammlung wurde beauftragt, der Regierung Bericht zu erstatten, und diese verpflichtete sich, dem Parlament Antwort auf jede Empfehlung der Versammlung zu geben und einen Zeitrahmen für die Abhaltung eines entsprechenden Referendums festzulegen. Die erste Sitzung der Bundesversammlung, die aus einem von der Regierung ernannten Vorsitzenden und 99 Bürgern bestand, fand im Oktober 2016 statt.
die Mitgliedschaft wurde völlig zufällig ausgewählt, um repräsentativ für die irische Gesellschaft zu sein, basierend auf Alter, Geschlecht, Einkommen und Regionalverteilung. Bestimmte Gruppen, zum Beispiel Politiker und Parlamentmitglieder, wurden von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. In Bezug auf den Ablauf ist die Versammlung befugt, ihre eigenen Regeln zu erlassen, wobei die Sitzungen ein bestimmtes Format haben und alle Abstimmungen vor der Mehrheit der Stimmberechtigten. Mitglieder verabschiedet werden müssen. Die Versammlung muss dem Parlament ihre Ergebnisse innerhalb eines Jahres nach Beginn der Beratungen zu einem beliebigen Thema melden. Da die Mitglieder der Versammlung nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden, unterstützt eine Expertgruppe aus Wissenschaftlern und Praktikern in bestimmten Bereichen der Vorsitz und das Sekretariat, indem sie Hintergrundinformationen bereitstellt und bei der Auswahl der Experten und Redner hilft. Die Sitzungen sind für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Plenarsitzungen werden jedoch online gestreamt. Die Öffentlichkeit, repräsentative Gruppen und Bürgerorganisationen sind eingeladen, Beiträge einzureichen, und die Versammlung kann Präsentationen von jeder repräsentativen Gruppe anhören. Abstimmungen und andere Versammlungsverfahren sind geheim, aber autorisierte Medienvertreter dürfen an Plenarsitzungen teilnehmen. Wie zu erwarten war, waren einige der von der Versammlung besprochenen Themen umstritten und emotional, was zusätzliche Sitzungen rechtfertige. Die jüngste Bundesversammlung trat zwischen Oktober 2016 und April 2018 12-mal zusammen. Der Abschlussbericht wurde im Juni 2018 zu 5 Themen veröffentlicht. Im Juni 2019 kündigte die Regierung die Einrichtung einer neuen Bundesversammlung an, um die Gleichstellung der Geschlechter zu prüfen. Bisher haben die Empfehlungen der Versammlung dazu beigetragen, ein breitere öffentliche zu stimmen für vorgeschlagene Verfassungsänderungen sicherzustellen. Insgesamt war die Erfahrung Irlands mit der Bundesversammlung ein äußerst positiver Prozess, durch den die breite Öffentlichkeit Empfehlungen einfacher akzeptierte und sehr viel Vertrauen in die Funktion und Arbeitsweise der Versammlung gewann. Herr Vorsitzender Hoffmann, Abgeordnete, ich danke Ihnen nochmals für die Gelegenheit, Ihnen heute das irische Modell vorstellen zu dürfen und freue mich sehr auf die Empfehlungen der angesehenen Experten. Vielen Dank. Vielen Dank, Exzellenz. Danke auch, dass Sie in Deutsch vorgetragen haben. Ist ja durchaus eine Herausforderung. Ich will an der Stelle noch darauf hinweisen, dass wir auch für später die Möglichkeit haben, noch einen Dolmetscher einzubinden, auch wenn das dann für Sie vielleicht leichter ist. Und eine Person habe ich unterschlagen bei der Begrüßung. Der Botschafter wird nämlich begleitet von Frau Dr. Neumann, seiner persönlichen Referentin. Vielen Dank für Ihr Statement. Und jetzt kommen wir in die weitere Sachverständigerunde. Herr Huber, wir würden von der linken Seite beginnen. Ihre 5 Minuten. Sehr verehrte Mitglieder des Ausschusses, lieber Herr Vorsitzender, ich freue mich außerordentlich, dass wir jetzt hier sprechen dürfen. Wir von Mehr Demokratie und der Schöpflin-Stiftung waren vor einigen Jahren sehr inspiriert von den Erfahrungen in Irland und haben dann auch eine gleiche Reise nach Dublin unternommen und haben uns das persönlich angeschaut. Wir haben mit den Bürgern gesprochen, mit NGOs, mit Juristen, mit Experten.
Wir haben auch mit dem Premierminister gesprochen, Enda Kenny, der das Ganze mit auf den Weg gebracht hat. Das war sehr inspirierend. Und das hat uns eigentlich erst motiviert, in Deutschland ein Pilotprojekt zu machen, nämlich den Bürgerrat Demokratie. Den haben wir dann auf den Weg gebracht mit Unterstützung von Wolfgang Schäuble, aber auch Herrn Brinkhaus, damals noch die Frau Nahles und alle Vertreter von, und Vertreter von allen Fraktionen waren mit an Bord. Der Bürgerrat hat dann im Herbst 2019 stattgefunden. Die Ergebnisse wurden dem Bundestag übergeben. Sie liegen Ihnen vor. Das ist ja auch mit ein Grund, warum jetzt hier diese Veranstaltung stattfindet. Und ich möchte jetzt auch kurz die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen lassen und einen kurzen Video zeigen. Bin mal gespannt, wie das jetzt klappt per WebEx. Also jetzt hier oben. Und jetzt. Können Sie den Ton da oben anmachen? Ja. Also dann. Das wird nichts mehr. Ja? Ach, dieses hier. Erzähle ich dann einfach noch ein paar Punkte. Wir hatten vorgeschaltet vor den Bürgerrat 6 Regionalkonferenzen, weil wir aus Irland verstanden haben, dass es ganz wichtig ist, dass alle Bürger zentral zusammenkommen. Aber in Deutschland gibt es ja auch eine föderale Kultur, deswegen sind wir erstmal in die Regionen gegangen, um die Themen zusammenzusammeln. Der Inhalt des Bürgerrats war eine Formulierung, die im Koalitionsvertrag stand, nämlich ob und wenn ja wie unsere bewährte repräsentative Demokratie ergänzt werden soll durch Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie. In den Regionalkonferenzen wurden zusätzliche demokratische Themen eingesammelt und wurden dann eingespielt in den Bürgerrat. Das waren zwei Wochenenden, 160 Bürgerinnen und Bürger, die in Leipzig getagt haben, auch unter Vorsitz von Günther Beckstein, der übrigens auch in seiner Zeit als Ministerpräsident schon mal einen Bürgerrat durchgeführt hat, also auch das Verfahren kannte. Die Bürgerinnen haben dann immer informiert, Pro und Contra, Einheiten gemacht, ähnlich wie in Irland. Wir haben uns da relativ angenähert. Im Großen gibt es einen Input, aber der eigentliche Diskurs findet am Tisch statt, und zwar vertraulich. Dass man eben auch mal seine Meinung ändern kann, dass man auch mal ins Unreine sprechen kann und vor allem nicht fürs Schaufenster spricht. Ja? Also 5, 6, 7, 8 Bürgerinnen am Tisch und jeder Tisch wird moderiert und es wird darauf geachtet, dass auch die leisen Stimmen zu Wort kommen. Von den einzelnen Tischen wurden die Ergebnisse dann zusammengesammelt und am Ende dann aggregiert und auch abgestimmt, wie in Irland. Die Ergebnisse sind recht eindeutig. Bürgerinnen und Bürger wollen eine Ergänzung der parlamentarischen Demokratie. Sie wollen auch Bürgerräte, sind auch offen für direkte Demokratie und wollen vor allem eine Kombination von beiden Instrumenten. Jetzt gingen die Ergebnisse dann in den Bundestag. Sie wurden bereits auch schon im Ältestenrat behandelt. Und ein Ergebnis mit dieser Befassung ist unter anderem, dass es einen weiteren Bürgerrat geben soll im nächsten Jahr zu der Fragestellung, was ist Deutschlands Rolle in der Welt? Und allein, dass es diesen Beschluss im Ältestenrat gab, zeigte auch schon die Ernsthaftigkeit, mit der sich der Bundestag mit dieser Form der Bürgerbeteiligung auseinandergesetzt hat. Neben dem Thema Deutschlands Rolle in der Welt soll es bei dem Bürgerrat, der im nächsten Frühjahr stattfinden soll, auch
darum gehen, noch mal genauer zu erforschen, inwieweit dieses Instrument taugt, tatsächlich auch die parlamentarischen Strukturen zu ergänzen. Wie die Schnittstellen sind, wie das ineinander spielen kann. Das ist also das zweite erwünschte Ergebnis von diesem Bürgerrat. Wir haben auch noch ein paar praktische Vorschläge, über die ich auch gerne dann in der zweiten Runde sprechen kann. Und bedanke mich erstmal für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Ausführungen. Frau Dr. Hummel, bitte. Das an? Ja, vielen Dank. Ich habe keine Technik mitgebracht. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich verlese Teile der Stellungnahmen, die Ihnen auch schon schriftlich vorliegen. Bürgerinnenräte können ein sehr sinnvolles Instrument demokratischer Renovation sein. Die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass ihnen große Potenziale politischer Selbstwirksamkeitserfahrungen liegen. Diese auszuschöpfen sind angesichts einer zunehmenden Entfremdung vieler Bürger von der Politik notwendig. Bisherige Erfahrungen mit Bürgerinnenräten oder anderen Losgremien zeigen folgende Befunde. Erstens, durch die gestufte Zufallsauswahl erreicht man einen deutlich höheren Grad an sozialer Heterogenität als in den klassischen Institutionen. Also die Repräsentativität einer zunehmend diversen Gesellschaft, die in Akademikerparlamenten problematisch wird, können über Bürgerinnenräte besser dargestellt werden. Das Zufall des Loses nivelliert strukturelle Vorteile im Partizipationszugang, was nichts anderes heißt, als dass die Merkmale, die die Wahrscheinlichkeit zur Partizipation erhöhen, also beispielsweise Bildung, Geld oder Alter, durch den Zufall chancengerecht ausgeglichen werden. Zum Zweiten entwickeln die Beteiligten im Laufe des Beratungsprozesses ein größeres Verständnis für unterschiedliche Positionen. Sie sind eher geneigt, von vorherigen Extrempositionen abzuweichen, was eine Konsensfindung erleichtert. Zudem stellen sich bei den Beteiligten politische Lernprozesse ein. Neben dem Faktenwissen und einem besseren prozeduralen Verständnis von politischen Vorgängen werden die Entschlüsse auch besser in das eigene Wertfundament integriert. Populistisches Abstimmungsverhalten, das häufig bei anderen Formen direkterer Demokratie befürchtet wird, ist bei den Bürgerinnenräten unwahrscheinlicher, da diese eine sehr ausführliche Informationsphase beinhalten. Viertens bieten Bürgerinnenräte sich auch bei Sachthemen an, die parteiintern verschiedene Fronten aufweisen, also beispielsweise Themen wie der Wahlrechtsreform. Sie bieten damit gewissermaßen ein Konsensfindungspotenzial für gewisse parlamentarische Schwachstellen an. Die für diesen Ausschuss, denke ich, durchaus relevante Frage, was hat das eine, also das bürgerschaftliche Engagement, eigentlich mit dem anderen, mit den Bürgerräten zu tun, möchte ich mit zwei Aspekten beantworten, die aber in einem Wechselverhältnis zueinander stehen. Zum einen, wer sich einmal beteiligt, der tut das dann in der Regel auch häufiger und über das Pilotprojekt hinaus. Also die Forschung spricht hier von sogenannten Mehrfachengagierten, bei denen man sehen kann, dass die Beteiligung gewissermaßen über die Lebensbereiche hinweg ansteckend ist. Zum anderen, bürgerschaftliches Engagement bildet politisch. Erfahrungswerte der freiwilligen Einbindung in das Assoziative liefern damit eben gute Voraussetzungen für die deliberativen Prozesse der Bürgerinnenräte. Aber für den Erfolg von Bürgerinnenräten sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Die gestaffelte Zufallsauswahl sollte unbedingt nach Kriterien inklusiver Beteiligung getroffen werden. Das Verfahren muss sorgfältig moderiert und begleitet werden. Auch sollten unterschiedliche Diskussionsformate eingesetzt werden, um jedem Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, seine Meinung in Sprache zu bringen und zu Wort zu kommen. Bürgerinnenräte brauchen also Zeit und Geld. Ein hinreichender Vorlauf sowie ausreichend Ressourcen zur Durchführung sind entscheidend für einen erfolgreichen Ablauf. Ganz wichtig, Bürgerinnenräte dürfen kein schmückendes Beiwerk sein, sondern sie müssen in irgendeiner Form Entscheidungsrelevanz haben. Für die Motivation der Teilnehmenden, aber auch für die Wahrnehmung von Bürgerinnenräten in der Bevölkerung ist enorm wichtig, dass die Ergebnisse nicht in der Schublade enden. Dies kann dann im Umkehrschluss zu noch mehr Politikverdrossenheit führen. Bürgerinnenräte sollten darüber hinaus auch nicht nur einzeln punktuell angelegte Partizipationsverfahren sein, sondern stärker institutionalisiert werden. Die Verbindlichkeit der Ratsbeschlüsse kann über verschiedene Instrumente hergestellt werden. Neben einer Befassungspflicht können das auch Initiativ- oder Selbstbefassungsrechte sein. Und insbesondere aus meiner Expertise jetzt der Zivilgesellschaftsforschung heraus möchte ich betonen, dass Bürgerinnenräte die organisierte Zivilgesellschaft nicht ersetzen können.
Die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die als Themenanwälte aktiv sind, müssen in ihrem Engagement, unterrepräsentierte Gruppen und Themen zu vertreten, auch weiterhin gestärkt werden. Die Organisationen verfügen zum einen über den direkten Austausch mit Betroffenen, über wichtige Informationen und andererseits auch über jahrelanges Faktenwissen. Die Funktion der Aggregation schwacher Stimmen durch die Zivilgesellschaft darf nicht unter dem Vorwand der Einführung von Bürgerinnenräte vernachlässigt werden. Also wenn es um die Frage der Finanzierung geht, darf das eine nicht gegen das andere ausgespielt werden. Vielmehr sind beide als unterschiedliche Möglichkeiten zu sehen, die parlamentarisch-repräsentative Demokratie als Elemente der Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie sinnvoll zu ergänzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Hummel und Herr Dr. Klein, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, Ihre Exzellenz, meine Damen und Herren. Ich habe schon vieles jetzt über die Bürgerräte sagen hören, dem ich mich in großem Umfang anschließen kann. Die Ausrichtung meiner Ausführung wird eine andere sein. Es geht darum, ich habe so ein bisschen Sorge, dass die Demokratiepolitik und die Engagementpolitik auf direkte Demokratie und Bürgerräte reduziert werden. Und das halte ich für schwierig, für sehr schwierig. Meine Rednerrolle möchte ich vor diesem Hintergrund kurz erläutern. Ich bin der Geschäftsführer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement. Dieses Netzwerk wurde gegründet auf Empfehlung einer Enquetekommission des Deutschen Bundestages im Jahr 2002, der Enquetekommission zur Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements. Und wir organisieren multisektoral die Organisation der Zivilgesellschaft, Staat und Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften und so weiter, für die Fragen der Bürgergesellschaft. Wir machen gerade aktuell ein Forum mit dem Innenministerium und der Robert-Bosch-Stiftung zur Digitalisierung und Zivilgesellschaft, um die Erfahrungen der organisierten Zivilgesellschaft aufzurufen, zu verdichten und daraus eine reformpolitische Handlungsagenda der öffentlichen Hand und auch der Zivilgesellschaft zu machen. Das ist mein Hintergrund und insofern kann ich meiner Vorrednerin darin beipflichten, Demokratie und Engagementpolitik erstens gehören eng zusammen. Zweitens sind die Instrumente von direkter Demokratie und Bürgerräten in Kombination keine erschöpfende Beschreibung der notwendigen Instrumente einer modernen Engagement- und Demokratiepolitik. An dieser Stelle möchte ich ein Ausrufezeichen zu Beginn machen. Die Zukunftsfragen der Demokratie gehören in die Herzkammer der Demokratie, und das ist das Parlament. Deswegen hatten wir damals eine Enquete zur Engagement, die war extrem erfolgreich und auch unser Bundesnetzwerk ist dann gegründet worden. Und wir fordern auch eine neue Enquete, um die modernen Herausforderungen des Zusammenhangs von Demokratie und Engagementpolitik in den verschiedenen Ebenen der Politik zu klären. Und vor diesem Hintergrund haben wir jetzt beinahe 20 Jahre Erfahrungen als das mittlerweile größte dieser Art von Netzwerken in ganz Europa, die auch die Europäische Ratspräsidentschaft koordinierend mit der organisierten europäischen Zivilgesellschaft begleiten. Vor diesem Hintergrund, also eine meiner Vorrednerin anschließende Bewertung, also erstmal grundsätzlich, Bürgerräte sind ein wichtiges und wertvolles Instrument. Da gibt es keinerlei sozusagen Zweifel. Ich hatte noch das Privileg, mit einem der Pioniere der Bürgerräte, dem Peter Dienel, auch kollegial befreundet zu sein, der die Planungszelle in Deutschland in den 70er Jahren erfunden hat und die seitdem weltweit Furore macht. Und wir sehen das ja, Eure Exzellenz, in Irland machen Sie die Bürgerräte. Da gibt es eine lange Tradition und das ist eine gute Tradition. Aber jetzt kommen meine Einwände im Sinne der Aufstellung einer breiteren Agenda, weil das kann nicht alles der Demokratiepolitik sein. Wir fordern seit langem, wir sitzen in einem Unterausschuss und wir sind froh, dass wir ihn haben. Aber wertvoller wäre ein Hauptausschuss, der die Engagementpolitik mit der Demokratiepolitik, der politischen Bildung und den antidemokratischen Bestrebungen auch in der Zivilgesellschaft und den Maßnahmen dagegen zu einem großen Komplex verbindet. Das ist für uns im Sinne einer demokratiepolitischen Orientierung strategisch ganz, ganz wichtig. Und wir hatten schon seit Jahren gefordert, eine weitere Enquete, ähnlich auch im Bundestag, also hier angelegt, die auch die Möglichkeiten hat. Ich war selber Koordinationsreferent der SPD damals in der Enquete-Kommission und zu Engagement. Und wir hatten wirklich ein reichhaltiges Arsenal der Beteiligung der organisierten Zivilgesellschaft, von Bürgerbefragung, von Wissenschaft. Und die Parlamentarier waren alle immer engstens dabei. Und das ist, glaube ich, für die Zukunft der Demokratie wichtig. Es geht mir nicht darum, gegen die Bürgerräte zu reden, sondern es geht mir darum, bei Engagement und Demokratiepolitik für zentrale institutionelle Weichenstellungen zu werben, die ergänzend notwendig sind. Dazu gehört auf jeden Fall ein Hauptausschuss unserer Themen im Deutschen Bundestag. Dazu gehört möglicherweise eine weitere Enquete, nachdem wir 2002 das Ende der Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements Enquete haben. Das ist bald 20 Jahre her. Da ist viel passiert, auch viel Positives in Deutschland passiert, dass wir das noch mal neu bewerten.
Dann gibt es einen dritten Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und da wende ich mich auch an die Kollegin von der Union. Das geht um das Demokratiefördergesetz. Also wir sind ja ein parteiübergreifendes Fachnetzwerk. Und alle Länder sind Mitglied bei uns, alle 16 Bundesländer. Und ich bin auch teilnehmender Berater der Bund-Länder-Runde zur Engagementpolitik seit vielen Jahren. Und ich kann sagen, von der CSU bis zur CDU in Schleswig-Holstein und den SPD-regierten Ländern ist ein Demokratiefördergesetz unabhängig von der Parteilinie aus strukturellen Gründen nötig. In der Corona-Krise werden zivilgesellschaftliche Organisationen bedürftig in Strukturförderung, nicht in Projektförderung. Nachhaltige Infrastrukturen für die Begleitung von Engagement und Partizipation im Sozialraum vor Ort erfordern nachhaltige Förderung, nicht eine freiwillige Aufgabe der Kommunen, die je nach Finanzlage zusammenklappt. Das können wir so auch nicht als belastbar ansehen. Und insofern wäre meine dringende, werbende Bitte für die Demokratiepolitik, eine Bundeskompetenz zur Förderung von Engagement und Partizipation, wie auch immer man das Gesetz dann nennt, zu schaffen, was verfassungsändernde Qualität hat und sich mit den Ländern in einer hochgradig partizipativen Weise, ich glaube, der erste Gesetzentwurf von Frau Schwesig hatte das vorgesehen, einbindend zu verständigen über die Auswahl der lokal zu fördernden Infrastrukturen und den föderal korrekten Weg über die Länder zu den Kommunen in Deutschland zu gehen. Wenn man das macht und dann ein Demokratiefördergesetz hat, das parteiübergreifend für zivilgesellschaftliche stabile Infrastrukturen zur Begleitung von Engagement und Partizipation dient, dann sind wir einen großen, großen Schritt weitergekommen. Und dafür möchte ich werben. Und zwei letzte Anmerkungen zum Schluss. Das ist, wir merken auch, und da wurde auch einiges zu gesagt, Engagement wird zunehmend und zu Recht als Lernlandschaft verstanden. Also als ein handlungs- und erfahrungsbezogener Kontext, in dem Bürgerinnen über 30 Millionen in Deutschland sich selbst wirksam, wenn es gut geht, engagieren und die Gesellschaft zumindest im Kleinen gestalten. Das sind ja die Befragungen, die wir da haben, Freiwilligensurvey. Wir wissen aus der Demokratiepädagogik, wurde auch schon genannt, die Selbstwirksamkeitserfahrung ist für das Individuum der Ort des Selbstbewusstseins und des demokratischen Lernens. Und nicht, Zivilgesellschaft ist nicht immer automatisch demokratisch. Wir haben die Akteure, die unsere Prinzipien Toleranz, Gewaltfreiheit, Respekt voreinander, dialogische Orientierung nicht respektieren in den eigenen Handlungsräumen. Und da müssen wir uns auch wehren können. In den Vereinen, in den Verbänden, in den öffentlichen Räumen müssen wir dann auch sagen, welche Regeln wir als zivile Umgangsregeln brauchen. Und die politische Bildung muss dort hinein, in diese Handlungs- und Erfahrungsräume. Letzter Satz, eine große bildungspolitische Reform steht uns dort bevor, wo wir die Lernräume der Zivilgesellschaft mit den Lernräumen von Kita, Schule, Hochschule zu sogenannten lokalen Bildungslandschaften so verbinden, dass wir voneinander lernen. Und ein Punkt noch, mein Vater war Mitbegründer für die Union übrigens, für die Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich kann sagen, ich habe da von Kindheit an gelernt, was politische Bildung bedeutet. Sie bedeutet auch handlungs- und erfahrungsbezogenes Lernen und Haltung für die Demokratie entwickeln, auch da, wo es drauf ankommt. Aber das macht man eben nicht nur im handlungsentlasteten, institutionenkundlichen Unterricht in der Schule, das macht man in den Räumen der Zivilgesellschaft mit einem Lernen, das durch politische Bildung so begleitet wird, dass demokratisches Lernen und Motivation daraus entstehen. Das Konflikte wird es immer geben, damit muss man auch gut umgehen, gar keine Frage. Aber vor dem Hintergrund zusammengefasst, die Bürgerräte sind ein tolles Instrument, sie sind für konfliktuöse Beratungssituationen eine große Hilfe, aber sie stehen nicht für das Ganze der Engagement- und Demokratiepolitik. Ich habe einige zentrale Eckpunkte aus unserer Bewertung des nationalen Netzwerks hier genannt, wo wir seit 18 Jahren Befunde der ganzen Breite der Organisation versammeln und verdichten. Und ich kann sagen, das ist getragen von dieser Verdichtung aller Organisationen und das sind dringende Bedarfe. Und wenn dann die Bürgerräte als Instrument dazukommen in eine solche Agenda, dann sind wir froh. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Klein. Danke auch für das flammende Plädoyer, aus diesem Unterausschuss einen ordentlichen Ausschuss zu machen. Das kommt bei allen Mitgliedern gut an, so viel will ich sagen. Herr Dr. Lotter, Sie bilden den Abschluss der Expertenrunde zum Einstieg. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Natürlich ist das Thema Bürgerräte hochaktuell. Es wird vielfach diskutiert und es wird auch, wie bekannte Beispiele aus Irland oder auch British Columbia zeigen, in die Tat umgesetzt. Dies vor allem im Sinne einer vielversprechenden Möglichkeit, die parlamentarisch repräsentative Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung zu ergänzen. Kombiniert wird das nicht selten mit der Forderung, zusätzliche Elemente direkter Demokratie mit Elementen der Bürgerbeteiligung zu kombinieren.
Gegen ein solches Mehr an Demokratie ist eigentlich nichts einzuwenden. Wer könnte oder wollte dagegen etwas gegen so etwas Verheißungsvolles sein? Was mich allerdings ein wenig stört, sind das Narrativ, welches sich hinter dieser Verheißung oft einschleicht und das damit verbundene Framing von Demokratie, in das Bürgerräte dann eingefügt werden. Sie sind darin nämlich eine institutionelle Vorkehrung, um die parlamentarisch repräsentative Demokratie zu ergänzen und dadurch auf eine gewisse Weise demokratisch aufzuwerten. Dieses Argument halte ich erstens für unterkomplex und zweitens auch für unterambitioniert. Und deswegen wird es dem politischen Potenzial von Bürgerräten nicht hinlänglich gerecht. Unterkomplex, weil es im Grunde auf der ideengeschichtlich verankerten Entgegensetzung von repräsentativer und direkter Demokratie beruht und so eine Art Nullsummenspiel zwischen diesen Demokratietypen impliziert. Korrekturen und Reformen zielen am Ende des Tages darauf, den einen oder anderen Typus zu stärken und damit wahrgenommene Defizite des einen oder anderen Typus zu korrigieren, lies besser und das heißt vor allen Dingen demokratischer zu machen. Das setzt eine normative Selbstsicherheit darüber voraus, was eigentlich mehr oder bessere Demokratie sei, die ich nicht teile. In dieser Logik muss man nämlich immer nach institutionellen Lösungen suchen, um vermeintliche oder reale Entkopplungen zwischen repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie, also dem Souverän, zu heilen. Durch mehr Demokratie im Sinne von mehr direkter Demokratie via Bürgerbeteiligung. Die institutionelle Entkopplung vom Souverän ist aber nun mal leider so eine Art Quellcode der repräsentativen Demokratie. Das heißt letztlich, dass die strukturelle Logik dieser beiden Demokratietypen trotz aller Kombinationsversuche an der Basis so ein bisschen avers ist. Das macht Versuche, den einen Demokratietypus durch Bestandteile des anderen besser zu machen und damit seinen demokratischen Mehrwert zu steigern, zumindest reflexionsbedürftig. Damit komme ich zu meinem zweiten Kritikpunkt, der lautet unterambitioniert. Unterambitioniert, weil man in dem Moment, in dem man sich auf dieses Denken einlässt, die Chance und aus meiner Sicht auch die Notwendigkeit verpasst, Repräsentation und repräsentative Demokratie als Aufgabe des gesamten politischen Systems zu verstehen. Unser vom Grundgesetz mit Artikel 20 Absatz 2, Artikel 21 und auch Artikel 38 befördertes Verständnis von repräsentativer Demokratie fokussiert auf den Bundestag, den turnusmäßigen Wahlakt und die temporäre Mandatierung von Parteivertretern durch Wahlbürger. Ein immer komplexeres und dynamisches Gemeinwesen stößt mit diesem eng geführten Repräsentationsverständnis an seine Grenzen. Die Folge sind die vielbeschworenen Repräsentationslücken und Verluste der Repräsentationsfunktion bei den Parteien und ihren Mandatsträgern. Genau hier dockt das Konzept der Bürgerräte als eine Art institutionelles Therapeutikum an. Aber man sollte es meiner Auffassung nach nicht in dieses soeben erläuterte Demokratie-Nullsummenspiel einbetten, sondern in ein Verständnis von Repräsentation als gesamtsystemischer Aufgabe bürgerlicher Aktivierung und Integration. Es geht um die Ermöglichung und Beförderung vielfältiger Praxen der politischen Interaktion von Bürgern und damit um ein Kontinuum politischen Handelns und politischer Kommunikation. Das aber hat nur bedingt mit einem mehr oder weniger oder einer besseren oder schlechteren Demokratie zu tun, sondern mit einem leider fast vergessenen Strukturprinzip unseres Grundgesetzes, nämlich der Republik. Wenn ich mir die Themen anschaue, mit denen sich der Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement bislang beschäftigt hat, wird meiner Auffassung sehr deutlich, dass es schon bislang durchweg um den Citoyen, den Bürger, die Res Publica, um vielfältige Bereiche unseres politisch-gesellschaftlichen Systems geht, in denen sozusagen Arenas of Citizenship existieren, befördert und ermöglicht werden sollen. All das sind mögliche Spielarten von Repräsentation im Sinne einer politischen Interaktion und Integration, die weit über den Wahlakt und die Mandatierung hinausgehen. Bürgerbeteiligung und Repräsentation sind so gesehen dann aber auch nicht mehr zwei alternative Ausprägungen von Demokratie,
sondern bilden sozusagen ein Kontinuum politischen Handelns und bürgerlichen Engagements in der Demokratie, die aber als ein republikanisches Gemeinwesen und nicht agonal funktionieren sollte. Bürgerräte, meine Damen und Herren, könnten und sollten also ein wichtiger Teil eines solchen Kontinuums sein und damit auch Teil einer differenzierten und tief gestaffelten Repräsentation, die das gesamte politische System durchzieht. Sie können einen Teil dazu beitragen, die republikanischen Ressourcen der Repräsentation in einem Gemeinwesen zu aktivieren. Das sind Anerkennung, Identifikation, Pflichtgefühl, Partizipation, Kommunikation und auch Deliberation. Darin liegt der potenziell große Mehrwert von Bürgerräten, nicht aber in einem suggestiven Mehr an Demokratie und schon gar nicht der Suggestion einer besseren Demokratie. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Lotter. Wir kommen jetzt in die Fragerunde der Fraktionen. Also nochmal auch für Sie, Exzellenz. Das läuft so, dass wir aus der Fraktion Fragen sammeln. Da bitte ich bitte dann auch immer dazu zu sagen, an wen die Frage geht, damit dann der oder diejenige aufmerksam zuhören kann. Und dann tun wir mehr oder weniger in umgekehrter Reihenfolge die Fragen beantworten in einer weiteren Antwortrunde. Und ich war jetzt so frei, mich selbst mal auf die Frageliste zu setzen und habe eine Frage an den Herrn Huber und dann auch an Sie, Exzellenz. Herr Huber, Sie haben vorhin gesagt, es geht für Sie auch darum, ich sage jetzt mal, einen gewissen gruppendynamischen Effekt zu eliminieren. Das kennen wir ja alle. Man hat eine Gruppe und da gibt es dann selbst bei zufälliger Auswahl und bei zufälliger Gruppenzusammensetzung lautere und leisere. Und dann geht es ja bei einem Bürgerrat darum, sicherzustellen, dass die Lauteren nicht die Überhand bekommen. Sie haben das vorhin dann auch schön gesagt. Es geht darum, den Leisen auch eine Bühne zu geben. Da würde mich interessieren, wie Sie das machen. Und die Frage, die ich an Sie habe, Exzellenz, die geht in ähnliche Richtung. Wie kommen Sie an die Personen, die dann in diesem Bürgerrat sitzen? Und wie schaffen auch Sie es, gewisse gruppendynamische Effekte so im Griff zu behalten, dass klar ist, das ist auf jeden Fall ein repräsentatives Ergebnis und nicht das Ergebnis eines Prozesses, wo am Schluss, ich überspitze jetzt mal, 2, 3 Schreihälse sich so viel Gehör verschaffen, dass sie die ganze Gruppe mitziehen. Dann hätten wir als Nächstes die Kollegin Dr. Christmann, bitte. Ja, vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema heute hier auch im Ausschuss behandeln, denn wir haben ja die Übergabe des Gutachtens vom Bürgerrat auch gehabt im letzten Jahr. Und auch der Bundestag hat ja jetzt, engagiert sich ja noch mal in einem zweiten Bürgergutachten, das stattfindet. Insofern finde ich, ist es einmal auch ganz wichtig, dass wir das Thema jetzt auch im Parlament präsent haben. Denn das ist, glaube ich, das Wichtigste jeder Form von Beteiligungsinstrumenten, dass hinterher auch was passiert. Und das war natürlich, wenn man einen Bürgerrat mit so viel Aufwand durchführt, zur Frage, wie machen wir unsere Demokratie lebendiger oder wie man es auch immer genau bezeichnen möchte, ist es, glaube ich, der erste wichtige Schritt, dass wir uns als Parlament damit dann auch sehr ernsthaft auseinandersetzen mit den Vorschlägen. Und da ist, glaube ich, die Anhörung heute ein wichtiger Teil dazu. Deswegen würde ich das gerne als Vorbemerkung vorweg schicken, dass ich mich deswegen darüber sehr freue. Jetzt komme ich zu den Fragen. Ich glaube, ich habe mehr Fragen, als ich stellen kann. Deswegen würde ich mich versuchen, auf 2 bis 3 zu konzentrieren. Eine an Herrn Huber von Mehr Demokratie. Da wäre meine Bitte, weil wir ja jetzt leider das Video auch nicht mehr sehen konnten. Und ich habe das schon mal gesehen und fand besonders beeindruckend diese Schilderungen der Menschen, was es für ein besonderes Gefühl auch ist, wenn man eingeladen wird zu so einem Bürgerrat. Vielleicht könnten Sie das noch mal ein bisschen schildern, wie da Ihre Erfahrung und die Rückmeldungen vor allen Dingen der Menschen sind, die wirklich selber dann ausgewählt worden sind und damit dabei sein konnten, weil das aus meiner Sicht ein ganz essentieller Teil neben den Ergebnissen auch noch mal ist, diese Wahrnehmung der Menschen, die sich daran beteiligen können. Dann an Ansgar Klein, genau, wo ich natürlich vieles von den Ausführungen im Grundsatz teile, was alles noch zu tun ist in der gesamten Engagementlandschaft, würde ich doch noch mal die Nachfrage stellen,
dass ich das jetzt aber dennoch nicht als Plädoyer gegen Bürgerräte mitnehmen würde, sondern glaube ich schon spannend finde nochmal die Frage Engagement und Beteiligung, wie geht das eigentlich zusammen, wie gehört das auch zusammen und wie kann sich das gegenseitig auch befruchten, gerade eben auch Menschen, die vielleicht in so einem Instrument dabei waren, wie können die sich auch in anderen Bereichen der Gesellschaft hinterher vielleicht stärker engagieren, weil sie eben einen ganz anderen Berührungspunkt auch mit dieser Demokratie und damit auch der Gesellschaft gehabt haben. Das würde ich gerne nochmal zurückspiegeln nach dem Vorschlag. Und dann würde ich gerne den Herrn Botschafter aus Irland fragen. Ich mache es jetzt einfach mal auf Deutsch. Ich hoffe, das ist okay, sonst kann ich es auch auf Englisch machen. Die Frage ist, in Irland war ja das Besondere, dass der Bürgerrat zu einem ja sehr umstrittenen Thema in Irland tatsächlich stattgefunden hat. Wenn Sie vielleicht auch noch mal kurz ausführen könnten, was das für ein Effekt war, so ein schwieriges Thema, was in der Gesellschaft ja sehr polarisiert ist, wie man das durch so ein Instrument zusammenführen konnte. Das fände ich noch mal interessant von Ihnen zu hören, was gerade dieses polarisierte Thema ausgemacht hat für so ein Instrument. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und als nächstes ist die Kollegin Höchst mit ihrer Frage dran. Bitte. Ja, vielen Dank, Exzellenz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Ansgar Klein. Sie haben eine wunderbare Stellungnahme abgeliefert, zu der ich mehrere Fragen habe. Zum einen möchte ich gerne vorwegschicken, dass ich Ihre Auffassung nicht teile, dass die demokratische Bildung und Demokratieerziehung erst in den Institutionen beginnt. Meiner Meinung, unserer Meinung nach, beginnt diese in den Familien, die nicht nur die Keimzelle der Gesellschaft bilden, sondern auch die Keimzelle der Demokratie, weil dort am heimischen Esstisch in geschützter Atmosphäre der demokratische Diskurs geübt wird. Dort sind alle Meinungen des Spektrums vertreten und natürlich auch zulässig. Und ja, wir halten das für die Ausprägung von Toleranz und gesellschaftlicher Zusammenarbeit für Zusammenhalts für außerordentlich wichtig, dass dieser Schonraum eine entsprechende Apostrophierung im öffentlichen Diskurs auch erhält. Dann haben Sie in Ihrer Stellungnahme für heute auf Seite 4 und 5 ja auch explizit die AfD angesprochen. Ich glaube, ich brauche das nicht in Gänze zu zitieren. Es geht darum, dass Sie, ich zitiere, sagen, erkennbar ist, dass sich die AfD gerne des Vehikels der Bürgerentscheide bei minimalen Beteiligungsquoren im Bund versichern möchte, um das Parlament vor sich herzutreiben und die Ressentiments gegen die da oben weiter zu schüren und so weiter und so fort. Da würde ich gerne von Ihnen hören, wie Sie solcher Art Ausführungen hier, also in welcher Rolle Sie diese Ausführungen tätigen, als wissenschaftliche Anhörperson oder als Politiker. Die Rolle ist insofern wichtig, weil Sie ja sich hier als Mensch betätigen, der eine einzelne Oppositionspartei in seiner Stellungnahme sich vornimmt. Mir hat es sehr gut gefallen, dass Sie gesagt haben, das Parlament seien die Herzkammern der Demokratie. Wie vereinbaren Sie denn die Sichtweise Ihrer Stellungnahme mit den Herzkammern der Demokratie, wenn Sie eine der beiden Herzkammern amputieren möchten? Ich habe zur Frau Dr. Siri Hummel auch eine Frage. Und zwar verwenden Sie öfter die Formulierung Populismus. Und das ist zum einen etwas sehr Negatives, weil es assoziiert wird mit uninformierten Entscheidungen. Und wie beurteilen Sie die Klimapolitikwerdung von Fridays for Future oder ähnlich lauten Nichtregierungsorganisationen im öffentlichen Raum, um Politik zu machen. Ist das Ihrer Meinung nach Populismus? Und ist hier in Ihrer Stellungnahme möglicherweise Populismus themengebunden, entweder positiv oder negativ zu sehen? Herr Lotter, ich habe mit großem Interesse Ihren Ausführungen gelauscht. Ich denke, ich habe sehr viel gelernt und ich habe an Sie noch die Frage, wie beurteilen Sie Familie als
wichtige Institutionen in dem Gefüge, was Sie als Kontinuum aus repräsentativer Demokratie und Bürgerräten so schön aufgemacht und skizziert haben. Könnte das auch eine wichtige und förderungswürdige Institution für diese Gesellschaft im Rahmen der Demokratieerziehung sein? Vielen Dank. Als nächstes der Kollege Agelidis, bitte. Ja, schönen guten Tag. Genau, schönen guten Tag an alle Experten. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Auch Ihnen, Exzellenz, herzlichen Dank. Ich habe ein, zwei Fragen, die ich eigentlich an alle stellen könnte, aber ich muss mich ja jetzt ein bisschen konzentrieren. Und zwar, wenn ich zusätzlich zu dem, was die bereichernden Elemente sind und Charakteristika von Bürgerräten, die Sie beispielsweise, Frau Hummel, oder auch Sie, Herr Huber, ausgeführt haben, wenn ich darüber hinausgehe, würden Sie von den Erfahrungen her, die Sie gemacht haben, sagen, dass die Menschen, die dort dann sozusagen dabei sind, hinsichtlich ihres Wissens und ihrer Erfahrung, wie unsere parlamentarische Demokratie funktioniert, quasi ein gutes Wissen haben? Das würde mich interessieren. Zweiter Punkt ist, welche Erfahrungen, die Sie in diesem Bereich gemacht haben und machen, können uns helfen, um die Dinge, die uns an der parlamentarischen Demokratie ein Stück weit fehlen oder wo wir sagen, da ist Luft nach oben. Ich glaube, Sie haben auch geschrieben, Frau Dr. Hummel, diese, wie haben Sie es formuliert, Akademiker, wie heißt das schon, so schönes Wort, Akademikerparlamente, genau. Dass da ja das Thema sozialer Heterogenität ja nicht ganz so weit her ist. Also was können wir eigentlich daraus lernen? Denn wenn wir uns angucken, entscheidend ist ja für die parlamentarische Demokratie aus meiner Überzeugung nicht nur die Höhe der Wahlbeteiligung, sondern am Ende des Tages entscheidend ist ja auch, wie viele Menschen nehmen über Parteien Einfluss an solche Dinge wie programmatische Debatten, wie Aufstellungen von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Und da stellt sich für mich die Frage, und da komme ich auf Ihre Ausführungen, so wie ich sie verstanden habe, Herr Professor Lotter, wie kriegen wir es hin, dass wir nicht sagen, naja, also wir bringen mehr Bürgerräte rein und solche Institutionen, um das das Leck oder wie ich es auch mal nennen will, die Dinge, die nicht genug ausgeprägt sind auf der anderen Seite, auf der repräsentativen Seite quasi auszugleichen. Und mich würde interessieren, wie können wir Erfahrungen, die wir aus diesem Bereich machen und die ja wichtig und richtig sind, also ich finde es auch gut, so wie das so in diesem Weg, den wir gehen, aber wie können wir es nutzen, um auf der anderen Seite wieder ein Mehr zu schaffen? Das fände ich sehr spannend und müssen wir mal ganz kurz gucken. Genau, und dann habe ich noch eine Frage an Sie, Herr Klein, und zwar, weil Sie das auch gerade ausgeführt haben, wie existenziell wichtig für Sie ist es für das Engagement der Zivilgesellschaft, für die Partizipation und für das Mitmachen in einer Demokratie, dass genau dieser Bereich in seiner Unabhängigkeit, in seiner auch finanziellen Unabhängigkeit gestärkt ist und eben nicht abhängig ist von Projektfinanzierung der Exekutive. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Agelidis. Kollegin Pahlmann, bitte. Ja, nun sind natürlich schon unheimlich viele Fragen gestellt worden. Erstmal auch meinen Dank an die Runde. Es war wirklich hochinteressant. Und Herr Huber, ich muss Ihnen sagen, ich habe in meiner Kommune einen Bürger, der mitmachen durfte, der ganz, ganz begeistert war und auch ganz freudig bei der Sache war und das wirklich in höchsten Tönen gelobt hat. Also wir hatten ein sehr intensives Gespräch dazu. So erstmal das vorweg. Aber wenn ich jetzt gerade Sie angesprochen habe, Sie haben in der Stellungnahme geschrieben, dass der Bürgerrat zufällig aus einer Einwohnermeldedatei herausgezogen wird. Wie ist denn da die Teilnahmebereitschaft? Haben Sie auch Absagen bekommen? Und wenn, aus welchen Gründen? Und erreicht man dadurch, das ist ja der Sinn und Zweck, das eben so zu machen, wirklich alle Schichten, alle Milieus. Ist der Bürgerrat wirklich repräsentativ? Oder sagen Sie, ich habe Bereiche, die sagen mir eher ab und andere sind freudig dabei? Das wäre mal meine Frage ganz konkret an Sie und an Herrn Dr. Lotter. Sie haben ja schon
gut dargestellt, dass Bürgerräte wie so ein kleines Mosaiksteinchen zu all den anderen Mosaiken passen, dass es also eine gute Ergänzung zu all dem ist, was wir mittlerweile schon haben. Aber doch mal die Frage, stärken Bürgerräte unsere Demokratie oder gibt es vielleicht auch negative Auswirkungen? Wie ist das mit den Kontrollmechanismen der Bürgerräte? Das muss man ja auch mal in die Waagschale werfen. Und vielleicht auch, wie verhalten sich Bürgerräte zu den etablierten Petitionswesen, das wir ja haben? Gibt es da einen Widerspruch oder gibt es da eine Ergänzung? Das sind erstmal die Fragen, die ich an Sie stellen möchte. Und vieles andere erklärt sich durch die Fragen der Kollegen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und den Abschluss in der Fragerunde macht die Kollegin Achel-Wilms. Bitte. Ja, vielen Dank auch unsererseits. Die Fraktion Die Linke unterstützt direktdemokratische Maßnahmen und begrüßt auch sehr, dass da in den letzten Jahren ja auch einiges passiert ist. Auch auf landespolitischen Ebenen nehmen wir ja jetzt vermehrt auch Referenten und dergleichen wahr, die dann auch wiederum Einfluss haben. Ich als Bremerin kann von einer Reform des Wahlrechts auch berichten, wo es allerdings dann auch eine Re-Reform hat geben müssen, weil natürlich auch festgestellt wurde, dass bestimmte Vorkehrungen, die getroffen wurden, dann in der Realität sich dann eben als gar nicht unbedingt demokratisierender herausstellen. Also wie zum Beispiel beim Wahlrecht hat sich gezeigt, dass die Parteilisten, die quotiert gewählt werden, von der Bevölkerung nicht unbedingt in ihrer Quotierung, was Frauen und Männer anbetrifft, bestätigt werden, sondern es werden dann wieder dann eher die Älteren, eher die Männer und eher die Menschen mit einem Doktortitel zum Beispiel auf der Wahlliste begünstigt, wo man dann halt gucken muss und dann eben auch auf Ebene direktdemokratischer Mechanismen und Gesprächsformen sehen muss, dazu den Diskurs zu führen tatsächlich, dass das dann vielleicht nicht einfach im Raum stehen bleibt, was dann auf irgendeine Art und Weise unter direktdemokratischeren Voraussetzungen diskutiert wurde. Was mich interessiert, bestärkt einige Fragen, die hier schon angesprochen wurden, nämlich wie gehen wir damit um, dass bestimmte Personen hier im Bundestag auch oder bei Wahlentscheidungen auch zu Bundestagswahlen einfach weniger repräsentiert sind. Wie stellen wir das tatsächlich sicher, dass in Bürgerräten sich nicht über die üblichen Mechanismen dann plötzlich genau diese Bevölkerungsdurchschnitte wieder abbilden, wie wir sie hier haben, und dann eben als Repräsentationslücken eben auch kritisieren. Insbesondere denken wir da natürlich schon auch an die Menschen, die sozial benachteiligt sind, beziehungsweise eben auch auf einer Geschlechterebene sind das dann Frauen, die deswegen weniger vorkommen, weil sie ein anderes Leben in aller Regel führen, im Durchschnitt jedenfalls so, dass es dann auch zu weniger Zeit zum Beispiel kommt, was die Teilhabe an solchen Räten anbetrifft. Ja, wie gehen wir mit solchen strukturellen Problemen auf gewerkschaftlicher Ebene um? Das würde mich sehr interessieren. Dann, was muss kompetenzrechtlich verfasst und bewerkstelligt werden, damit Ergebnisse von Bürgerräten eben nicht in der Schublade landen? Was muss da auf dieser, ich sag mal, rechtlichen Ebene tatsächlich möglicherweise hier beschlossen werden? Was wären da die dringlichsten Hebel? Und dann auch noch mal zu den Risiken der Instrumentalisierung, wenn man so will, von Bürgerräten. Wie lässt sich vermeiden, dass disziplinierte Minderheiten, sage ich jetzt mal, auf direktdemokratische Form Einfluss nehmen und dadurch letztlich antidemokratische Effekte erzielen, ja, weil sie am ehesten wissen, wie sie dort die Möglichkeiten nutzen. Ich habe jetzt gar keine Person spezifisch angesprochen und ich nehme jetzt einfach mal Frau Dr. Hummel und Herrn Huber, um sich auf diese Fragestellung, die ja auch schon teils woanders angeklungen sind, zu äußern. Vielen Dank. Danke. Das war die letzte Frage in dieser ersten Fragerunde. Vielleicht schließt sich noch eine zweite an und ich würde jetzt Ihnen, Exzellenz, die Gelegenheit geben, auf die Ihnen gestellten Fragen einzugehen. Bitte. Gut, vielen Dank und vielen Dank auch für die Fragen. Die erste Frage war über das Komposition. Die Bürgerversammlung setzt sich auf einem von der Regierung ernannten Vorsitzenden und 99 Bürgern zusammen. Aber die Mitglieder wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um die Ansichten der irischen Bevölkerung zu treten, und waren weitgehend repräsentativ für die in der Bürgerzahlung
porträtierter Gesellschaft, einschließlich Alters, Geschlechts, Sozialsicht, regionaler Verbreitung und so weiter. Des Weiteren müssen die Mitglieder auch im Wahlregister eingetragen sein, um in einem Referendum wählen zu können. Die zweite Frage, ja, über wichtige, wichtige Themen und auch schwere Themen, ja, polarizing Themes. Ja, ich denke, dass das sehr wichtig ist, ein sehr stark Vorsitzender haben. Und wir haben ein zwei Vorsitzerinnen. Die erste war ein die Direktorin des Obersten Gerichtshofs und die zweite war Katrin Day, die ehemalige Generalsekretärin der Europäischen Kommission. So zwei stark und Frauen und ich denke, dass ja, das ist immer wichtig. Aber auch ja, und dann wir haben auch, sorry, über Working Groups und das war sehr nützlich, um die Debatte zu strukturieren. You know, jedes Mitglied der Sprache möchte, sollte angeben und wird vor Vorsitzenden aufgefordert, der sich bemüht, eine faire Verteilung der Redezeit auf alle Mitglieder zu gewährleisten. Um die Zeit im Plenum möglichst effizient zu nutzen, werden die Mitglieder aufgefordert, die Gelegenheit von Diskussionsrunden zu nutzen, um ihre Ansichten zu äußern, weitere Fragen an die Experten zu stellen und miteinander zu beraten. Diese Diskussionen können in einem kurzen Bericht an die Plenarsitzung wiedergespielt werden. Die dritte Frage über you know, von Abgeordneten Dr. Christmann über polarizing themes und die große polarizing Thema war Abtreibung und kann ich auf Englisch und ja, übersetzen? Ja, 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 bitte, ja, ja, so. Meiner Meinung nach ist das part of the reason why it was established was it's a very difficult issue, it's a very emotive issue, and it had been a problem for us since 1986 when we amended our constitution. Before that, abortion laws were like in the Bundestag, they were on the statute books but not in the constitution, and it went into the constitution, and then we ended up having to amend that more than once. And they were very difficult, very emotional issues about the woman's right to travel. And because it was locked in the constitution rather than in a law, it was so difficult to amend. And I honestly think this was the way, this was seen as a non-confrontational way forward to try and reach a consensus on this. I think we were meant to have four sessions on this, but then they asked for more. They had an extra weekend just discussing this. And it was very interesting because when the results came out, over two-thirds of the assembly said there should be unrestricted abortion. Am I right in that? Not quite unrestricted, up to certain limits. And the view, I think, among a lot of commentators was that this wasn't representative of society. But what was interesting was we had a referendum then, and it was exactly representative of society. So I think in terms of, it was a good way to try and
take a lot of heat out of these debates. It's a very emotional issue and people have very strong feelings. So it was felt, discuss it in the Assembly, and then we look at what laws we need. And that is what happened. And the Constitution was amended subsequently. So I think my reflection on the Assembly and your work here is that the composition was the key issue. That the first point I made about how do you put it together, if it's highly representative at the beginning, we went for 99. It doesn't have to be 99, it can be whatever number you want. But once it's representative, you know, you have a much bigger population, so maybe you need different numbers. But if it's representative, well, then the results won't be too far away from the population. Thank you. Ja, ich denke, dass ein Grund auch für diesen bestimmten Weg, den wir da gewählt haben, auch darin besteht, dass es ein sehr emotionales, befrachtetes und schwieriges Thema auch ist. Und das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir 1986 die Verfassung verändert haben. Und zwar in dieser Hinsicht, dass vor dieser Verfassungsänderung die Frage der Abtreibung nicht in der Verfassung selber verankert war, sondern in den Statuten des Parlaments. Und nach dieser Verfassungsveränderung aber war die Frage der Abtreibung in der Verfassung selber auch verankert. Und deswegen musste da auch dieser Weg gegangen werden. Das hat sehr viele emotionale Themen auch mit sich gebracht, auch zum Beispiel die Frage, wie Frauen dann reisen müssen zum Beispiel oder Wege gehen müssen dafür. Und weil es halt eben eine Verfassungsänderung ist, war das sehr schwierig. Und ich denke, dass der Grund letztendlich für diesen bestimmten Ansatz, der da gewählt wurde, darin lag, dass man versucht hat, das möglichst nicht konfrontativ anzugehen, also eine nicht konfrontative Auseinandersetzung damit. Und ursprünglich wurden 4 Sitzungen zur Beratung anberaumt, aber aufgrund der Thematik auch hat dann die Versammlung um mehr Zeit gebeten. Es wurde ein zusätzliches Wochenende eingeräumt für die Diskussion. Und es war sehr, sehr interessant, weil es im Ergebnis die Versammlung zu 2/3 erklärt hat, dass sie die Verfassungsverankerung Veränderung der Abtreibungsgesetze unterstützt, und zwar innerhalb von gewissen Grenzen unterstützt. Interessanterweise war es so, dass die meisten Kommentatoren anmerken, dies sei ja kein repräsentatives Ergebnis. Dies würde die Meinung der Bevölkerung als solche nicht wirklich darstellen. Aber bei dem anschließenden Referendum hat es sich herausgestellt, dass tatsächlich diese Meinungsäußerung sehr repräsentativ war, nämlich genau das widerspiegelte, was auch in der Bevölkerung so die vorherrschende Meinung sei. Insofern denke ich, ist das ein guter Weg, um auch erstmal ein wenig Dampf aus dem Thema, ein wenig Druck aus dem Thema herauszunehmen und dann auch, weil es so emotional befrachtet ist und Menschen im Allgemeinen eine sehr starke Meinung dazu entwickelt haben, es also so anzugehen, ein sehr guter Weg ist. Und die Gespräche letztendlich haben dazu geführt, und die Gespräche in dieser Versammlung haben dazu geführt, und diesen Bürgerrat haben dazu geführt, dass die entsprechenden Gesetze in der Verfassung verändert wurden. Und ich denke deswegen auch, und das bringt mich nochmal zu der ersten Frage zurück, nämlich der Zusammensetzung dieser Versammlung. Ich denke deswegen ist es ganz besonders wichtig, auch für Ihre Arbeit hier, sich genau zu überlegen, wie ein solcher Bürgerrat zusammengesetzt werden kann. Also wie er letztendlich zusammengesetzt ist. Das ist der Schlüssel dann auch zum Erfolg. Und in unserem Fall haben wir 99, also das war die Zahl derjenigen, die dann in diesen Bürgerrat aufgenommen wurden, genommen. Das ist natürlich eine Variable, die kann auch anders ausgelegt werden. Sie haben hier in Deutschland eine viel größere Bevölkerung. Insofern ist es natürlich wichtig, da den richtigen Schlüssel auch zu finden, damit die Vertreter auch repräsentativ sind. Und dann kann ich Ihnen sagen, ist das Ergebnis einer solchen Debatte auch repräsentativ für die Meinung, die vorherrscht in der Bevölkerung. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch für die Übersetzung. Exzellenz, wollen Sie noch was sagen oder alles klar? Dann vielen Dank. Und jetzt machen wir eine umgekehrte Reihenfolge und der Herr Dr. Lotter beginnt bitte mit seinen Antworten. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es sind 3 Fragen an mich adressiert worden, die ich in der Reihenfolge abarbeite, wie sie mir gestellt worden sind. Zunächst die Frage von Frau Höchst,
ob man Familie quasi auch als ein Teil dieses politischen Kontinuums der Aktivierung und des Engagements betrachten könnte oder sogar befördern könnte. Das sehe ich nicht so und das sehe ich auch aus einem ganz bestimmten Grund so. Ich würde erstmal immer darauf verweisen, dass Familie ein Schutzbereich ist, den das Grundgesetz aufmacht. Und dieser Schutzbereich ist der Privatsphäre überantwortet. Dafür hat der Staat eine Obhut- und Fürsorgepflicht. Das ist bekannt. Ich würde mich aber hüten vor einem Weg, der so ein bisschen darauf hinausläuft, sozusagen genau diese private Sphäre, die geschützt ist, zu instrumentalisieren und dann sozusagen im verlängerten Bereich zu politisieren. Meine Ausführungen haben sich kapriziert auf die Etablierung eines möglich breiten Raumes der Kommunikation, der Interaktion. Darunter verstehe ich aber eben einen öffentlicheren Raum, zu dem die Familie meiner Ansicht nicht gehört. Natürlich werden wir alle auf gewisse Weise auch in der Familie sozialisiert. Ja, das kann jeder vielleicht selber an seinem eigenen Beispiel nachvollziehen. Nichts war schöner, als das krasse Gegenteil zu wählen, als die Eltern gewählt haben und solche Dinge mehr. Aber das ist ein Bereich, der sich autark entwickelt und auch autark bleiben sollte. Also insofern würde ich die Familie eigentlich nicht in das von mir beschriebene Kontinuum eingestellt sehen wollen. Dann Herr Agelidis, der hat sozusagen die Nobelpreisfrage auf gewisse Weise an mich gerichtet, nämlich die, wie kann man sozusagen tatsächlich auch den Mehrwert abschöpfen einer solchen Kombination, beziehungsweise wo kann man die Schnittstellen von Bürgerräten, Repräsentation parlamentarischer Demokratie quasi aktiv machen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Dafür habe ich natürlich kein Rezept, aber ich glaube, umgekehrt ist überhaupt der Weg, es auszuprobieren, unheimlich wichtig. Und insofern ist also der Versuch, der hier gestartet wird, auch über den Bundestag mit dieser Institution Bürgerräte es einfach zu versuchen, glaube ich, ein sehr guter Weg. Warum? Und jetzt kommen wir zu dem Mehrwert. Das ist, glaube ich, das wäre in dem Videotake drin gewesen. Ja? Also eine wichtige Ressource, die es, glaube ich, nicht zu unterschätzen gilt, beim Mittun und beim Aktivieren eines Mittuns, ist Anerkennung und über Anerkennung eben auch eine Art der Identifikation mit dem politischen System, in dem man sich bewegt. Diese Anerkennung verpufft aber sehr schnell, und damit sind wir auch bei einer Frage, die gestellt worden ist, wenn das, was produziert wird, für die Schublade ist. Nicht? Genau das sollte nicht passieren. Das bedeutet nicht zwingend in meiner Warte, dass daraus resultieren sollte ein Instrumentarium, das quasi Bürgerräte so eine Dauermonitoring-Pflicht gegenüber dem Parlament haben, sei es auf Länderebene, sei es auf kommunaler Ebene, sei es auf Bundesebene. Da würde ich einfach auch sagen, da hat der Parlamentarismus auch einen Selbststand und einen Eigenwert, den man auch vertreten sollte. Aber der Clou ist natürlich und sollte sein, rezeptiv zu sein gegenüber so etwas. Und ich glaube, alle Parteien
können von einem solchen bürgerschaftlichen Input eminent profitieren. Wir brauchen jetzt nicht die ganzen Floskeln von Responsivität, von Raumschiff Berlin und all diesen Dingen reproduzieren. Aber ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Schnittstelle, auch im Interesse der Parteien, hier offensiv zu agieren und es einfach zu probieren. Ja? Also Learning by Doing ist, glaube ich, hier auch bei institutionellen Reformen, wie sie vielleicht dann auch noch passieren können, eine wichtige Maßgabe. Frau Pahlmann, Ihre Frage war, und ich lasse mich nicht aufs Glatteis locken, stärken Bürgerräte unsere Demokratie, nicht? Sie haben ja gesehen, dass ich sozusagen auf dieses Demokratiespielen mich gar nicht so richtig einlassen wollte, sondern gesagt habe, dieser Mehrwert des einen Typus oder des anderen Typus, der interessiert mich gar nicht so sehr, sondern ich würde quasi an das anknüpfen, was ich zur Frage von Herrn Agelidis gesagt habe, betonen, natürlich stärkt es ein repräsentatives System, verstanden als eine Repräsentation, die das ganze politische System durchzieht. Und davon kann eine Demokratie natürlich auch nur profitieren. Ja, worauf ich mich eben nicht einlassen wollte, war sozusagen dieses öfter mal mittransportierte Narrativ, repräsentative Demokratie gegen Bürgerbeteiligung so ein bisschen auszuspielen. Man kommt da schnell in so einen Demokratieklempner-Modus, wo man institutionelle Reform an das eine oder das andere dranflanscht. Und ich glaube, gerade Bürgerbeteiligung, Bürgerräte können sehr wohl einen sehr großen Mehrwert generieren. Wobei wir dann bei der interessanten Frage sind, wie prozeduralisiert und wie institutionalisiert man das klug, damit es keinen Bias und sonstige Verzerrungen gibt. Ne? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Lotter. Herr Dr. Klein, bitte. Ja, vielen Dank auch für die Fragen. Frau Christmann fragte ja noch einmal, wie ich die Bürgerräte bewerte. Natürlich, ich bewerte die positiv, das ist überhaupt keine Frage. Ich habe nicht gegen die Bürgerräte geredet. Mein Fokus ist, die Agenda der Demokratie- und Engagementpolitik nicht zu verkürzen. Das ist halt mir ganz wichtig und ich möchte nochmal die Hauptpunkte nennen. Ich würde extrem viel erwarten, weil es ist wirklich eine der erfolgreichsten Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages gewesen, die zur Zukunft des Engagements. Und ich kann das seit beinahe 20 Jahren als Gründungsgeschäftsführer des BBE beurteilen. Alle 16 Länder sind Mitglied. Wir haben seitdem die Gründung der neuen eng zusammenhängenden Politikfelder Engagementpolitik und Demokratiepolitik. Und unser Anliegen ist, dieses weiterzuführen. Dabei sind Bürgerräte ein Element. Insbesondere bei konfliktären Fragen kann man das gut einsetzen. Aber sie ersetzen keinen Hauptausschuss im Bundestag, sie ersetzen keine Enquete-Kommission und sie ersetzen auch keine nachhaltigen begleitenden Infrastrukturen der Zivilgesellschaft vor Ort, die wir mit einer Bundeskompetenz zur Förderung überhaupt erst ermöglichen können in ungleich verteilten Ausgangslagen. Das war die erste Antwort. Dann zu Frau Höß von der AfD wollte ich noch mal sagen, meine Beobachtung in der Legislatur war, wir haben ja immer eine Enquete-Kommission gefordert und dann kam von Ihrer Partei tatsächlich ein Antrag zu einer Enquete-Kommission, aber für direkte Demokratie, also eine eingegrenzte Agenda. Ich habe mir das dann angeguckt und dann, das wäre dann meine Antwort, fiel mir auf, ich habe jetzt nicht mehr die genaue Zahl, es waren ein ganz, ganz geringes Quorum angesetzt, wenige 100.000 und ich stelle mir vor, wie also ein direktdemokratisches Instrument mit einem Quorum Mindestart den repräsentativ gewählten Deutschen Bundestag mit vielen, vielen Millionen Wählern vor sich hertreibt, mit einem solchen Gesetz, das war vergiftet, Ihr Antrag, und er war nicht vernünftig, weil die Direktdemokratie als Ergänzung ist gut, aber nicht als Pusher, Treiber und weiter und des Parlaments in einem derartigen Missverhältnis. Das fand ich hochproblematisch und das hat mich dann zu der Analyse in meiner Rolle als Geschäftsführer des Bundesnetzwerks und als Politikwissenschaftler und als Publizist, das ist eine Dreifachrolle, ich gebe es zu, dazu gebracht, einzuschätzen, hier wird ein Instrument zur Mobilisierung von Wutbürgern gegen die repräsentative Demokratie vorbereitet, das nicht hilfreich ist für die Zukunft der Demokratie. Umgekehrt
diskutiert, ist aber hilfreich, dass diese Fragen in den Herzen, in der Herzkammer, ich wiederhole dieses Wort, weil ich daran glaube und es so sehe, die Herzkammer der Demokratie ist der Ort der Zukunftsfragen der Demokratie. Und deswegen eine neue Enquete nach 20 Jahren, ist so viel passiert, wo Demokratie und Engagement als zusammenhängende Politikfelder jüngerer Art verstanden werden und wir das auch auf den Ebenen bis in die Europäische Internationale mal durchdiskutieren, würde ich mir sehr, sehr, sehr viel von versprechen. Und Herr Angelides, Sie haben mir die Frage gestellt, eine der großen Fragen ist, wie hängen Engagement und Partizipation zusammen? Nicht jedes Engagement ist von sich aus schon politisch und das ist schon richtig, aber es gibt in ganz, ganz vielen Formen des Engagements, in wirklich vielen, diese Selbstwirksamkeitselemente, in denen Gesellschaft im Kleinen gestaltet wird, so ist auch die Forschungslage. Engagierte wollen die Gesellschaft im Kleinen gestalten. Und in der politischen Bildung heißt es, wer im Kleinen selbstwirksam ist, kann es auch im Großen werden. Man muss diese Selbstwirksamkeit nehmen und von dort her pro-demokratische Motive entfalten. Und da ist natürlich sozusagen die politische Bildung auch mit Zukunftsformaten gefragt, die nicht nur in Schulen stattfinden, sondern auch in den Räumen der Zivilgesellschaft sind sie auch schon, außerschulische politische Bildung. Aber das könnte gestärkt werden. Und da ist die Vision, die unter Digitalisierungsbedingungen natürlich noch eine höhere Dynamik gewinnt, von kommunalen Bildungslandschaften, in denen die Engagementräume und die Partizipationsräume auch Lernräume sind, wo Engagementprojekte zu Themen führen, über die die Kommune nachdenkt, die politische Gemeinschaft nachdenkt und aus denen man dann Haltung für die Demokratie entwickelt und wo dann eben auch Parlamente vom Kommunalparlament bis zum Bundestag offene Formate haben, in denen sie mit Bürgerinnen und Bürgern ihre Anliegen tatsächlich auch in einer ernsthaften Weise erörtern. Dann haben wir eine stabile Zukunft der Demokratie. Darum ging es mir und das waren, glaube ich, die Fragen an mich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Klein. Frau Dr. Hummel. Danke. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dann habe ich so 3,5 Fragen ungefähr. Ich würde anfangen mit Frau Höchst. Die Frage, inwiefern ich den Populismusbegriff verwende, de facto habe ich das tatsächlich nur einmal verwendet, nicht mehrmals, aber sei dahingestellt. Ich verwende das hier im Begriff oder im Begriffsverständnis von, wir reden über unüberwindbare Antagonismen, die funktionieren über nach oben, unten und nach innen und außen und die dann zu emotionalisierten und uninformierten Abstimmungsverhalten führen. Das ist für mich die Begriffsverwendung, die ich hier benutze. Und Friday for Future, nein, sehe ich nicht als populistische Bewegung. Ich habe selten so gut informierte Jugendliche und junge Leute erlebt wie in dieser sozialen Bewegung. Dann, Herr Angelides, die Frage, inwiefern die Akademikerparlamente was aus den Bürgerräten lernen können. Und da schließe ich mich Herrn Lotter auch an. Also zum einen ist es tatsächlich die Frage, von können wir nicht hier eine Art Bewusstsein schaffen, für wie problematisch das eigentlich ist, dass hier der Großteil der Abgeordneten weiß und männlich und alt, entschuldigen Sie, also Sie wissen, was ich meine, ist und sehr gut gebildet sind und wir dadurch einfach eine Schieflage kriegen, wie der Rest der Bevölkerung strukturiert ist. Und diese Bürgerinnenräte können eben einfach ein ganz Bewusstsein dafür schaffen, dass wir die besser herstellen müssen. Und dann schließt sich die Anschlussfrage an, wie kann man das ins Parlament tragen? Ich meine, Sie haben diese Debatten ja im Haus schon, ne? Also die Frage nach Quotierung zum Beispiel, Sie haben zu wenig Frauen in den Parlamenten. Das ist die Anschlussdiskussion daran. Jetzt habe ich noch Frau Achtwilm mit der Frage, was muss auf der rechtlichen Ebene passieren? Ich bin leider keine Verfassungsrechtlerin, deswegen kann ich Ihnen das, glaube ich, hier wirklich nicht gut beantworten. Aber die Frage ist ja, ich hatte ja die Befassungspflicht ins Spiel gebracht. Das ist etwas, für das man meines Wissens nach nicht irgendwie die Verfassung ändern müsste. Bei den Initiativrechten wäre es tatsächlich was anderes. Da bräuchten wir Expertisen, wobei die teilweise auch schon vorliegen, ne, was man machen müsste. Aber wie gesagt, eine Befassungspflicht, die können Sie sich quasi selber auch schon vornehmen, beziehungsweise die können in die Verfahren schon eingeschrieben werden. Und jetzt die Frage, die mehrfach angeklungen ist, zu sagen, wie können wir eigentlich laute Stimmen verhindern, beziehungsweise wie können wir die leiseren Stimmen in den Diskurs bringen. Das ist in erster Linie die Aufgabe der Moderation und deswegen habe ich darauf auch so gepocht, dass das sehr, sehr wichtig ist, denn es ist fast mit zu sagen am wichtigsten. Es gibt gute Erfahrungswerte, wie man das macht. Also wenn Leute sich unwohl fühlen, beispielsweise im Plenum zu sprechen, dann splittet man das auf in kleinen Gruppen, dann kann man auch spielerisch daran gehen, dann kann man
Man kann Sprechzeiten festlegen, sodass eben nicht der Lauteste sich immer meldet, sondern eben nur einen bestimmten Anteil der Sprechzeiten bekommt. Bei der Bestellung der Zufallsauswahl ist es natürlich ganz wichtig, dass wir ein Augenmerk darauf legen, wenn Leute sagen, nee, ich will nicht, dann vielleicht auch nochmal zu fragen, ja, warum wollen sie nicht, wenn sie nämlich beispielsweise Care-Arbeit machen müssen und es schlichtweg nicht können oder weil die ganzen Veranstaltungen immer abends stattfinden, sie aber keine Kinderbetreuung haben, dann wäre das ein Ding, was sich relativ einfach lösen lässt, man muss es dann halt nur wissen. Und genauso ist es auch mit der Frage, inwiefern vergüten wir denn die Bereitschaft zur Teilnahme, wo ich ganz stark dafür bin, denn das macht den Weg unglaublich einfacher, dahin zu kommen. Von daher, genau, also die Stimmen, das liegt, ich denke, da stimmen wir auch überein, eben ganz stark in diesem Moderationsbereich, deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man die sorgfältig auswählt. Und zum anderen in der Bestellung der Zufallsgruppen, wo man eben dieses Augenmerk drauf legen muss, warum wollen die unterrepräsentierten Leute denn eigentlich nicht dran teilnehmen. Danke. Danke, Frau Dr. Hummel. Herr Huber, bitte. Ja, ich würde anfangen mit der von Ihnen gestellten Frage. Ich hoffe, das schließt ein bisschen an, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Zuerst muss man ja mal schauen, dass man die Leute überhaupt an den Tisch bekommt. Und wir haben es so gemacht, dass wir pro Tag und Person 75 Euro Aufwandentschädigung gezahlt haben. Bei 4 Tagen sind es 300 Euro. Das ist jetzt nicht ganz viel, aber auch nicht nichts. Und zumindest macht es das Menschen möglich, teilzunehmen. Wir haben abgefragt, braucht es was für Kinderbetreuung? Oder wenn jemand pflegebedürftige Angehörige hat? Oder eine Begleitperson braucht? Eine Frau war blind zum Beispiel, aber dann der Partner dabei. Da muss man natürlich dann auch die Reisekosten und Unterbringungskosten übernehmen. Das ist ganz wichtig. Also erstmal, was macht man alles und wie unterstützt man, dass Menschen überhaupt teilnehmen können? Dann ist auch ganz wichtig, dass man auf einfache Sprache antwortet. Und das geht bei den Inputs von den Experten schon los. Jetzt, wenn ich jetzt mal nur das jetzt hier so anschaue, das wäre teilweise nicht geeignet für einen Input bei einem Bürgerrat. Da muss die Moderation dann ganz genau schauen, erstens nochmal die Experten briefen, dann aber auch nachfragen, was heißt dieses Fremdwort, was heißt jenes, und da wirklich ganz dahinter sein, dass so gesprochen wird, dass es verstanden wird. Bei der Moderation, das hatten Sie schon angesprochen, geht es ganz wichtig am kleinen Tisch los, und wir haben begonnen mit einer ganz einfachen Regel. Es spricht erst dann jemand zum zweiten Mal, wenn alle einmal gesprochen haben. Ja, ganz eine einfache Regel, und damit schleift sich dieses Bewusstsein ein, dass alle hier am Tisch sitzen und dass man sich auch nicht zurücklehnen kann, sondern ich muss jetzt erstmal reden, sonst können die anderen nicht mehr reden. Also man holt die Leute richtig rein. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Redezeiten im Laufe der Zeit angleichen. Also die Vielredner reden weniger. Also wollen Sie das auch hier einführen jetzt, oder wie, so hier im Ausschuss? Nee, Entschuldigung, diese Regel, dass man erst dann sprechen kann, wenn alle schon mal gesprochen haben. Der letzte Punkt, die Teilnehmer helfen sich selbst ab einem bestimmten Zeitpunkt. Also sie unterstützen sich gegenseitig. Wir hatten am letzten Wochenende am Vormittag einen Input von einer irischen Verfassungsjuristin, die konsekutiv aber leider schlecht übersetzt wurde, und die hat auch nicht Englisch gesprochen, sondern Irisch. Ja? Und an der Stelle dachte ich mir, jetzt steigen die Leute komplett aus. Ja? Aber sie sind dran geblieben, haben sich gegenseitig unterstützt, haben sich gegenseitig so lange nachgefragt, bis klar war, was der Input war. Das heißt, man kann sich darauf verlassen, dass die Menschen da sich umeinander kümmern, wenn es gut moderiert ist. Ja? Deswegen darf man an der Moderation auf gar keinen Fall sparen. Die Leute, jetzt zu Ihnen, Frau Christmann, sind komplett überrascht, wenn Sie erstmal einen Brief bekommen, wo Sie eingeladen werden zu einem Bürgerrat, weil viele ja gar nicht wissen, was das ist, denken sich, was ist denn das jetzt? Ist das irgendwie Werbung oder ist das ein Fake oder wie auch immer? Da gibt es so ganz erstmal so, was passiert denn jetzt da? Schauen dann im Internet nach, fragen nach, und da muss man eben auch schon sicherstellen, dass man hier verfügbar ist für die Leute. Wenn Sie dann teilnehmen, ist es für viele dann eines der prägenden Erfahrungen, mindestens mal in diesem Jahr, wenn nicht auch in ihrem Leben, wie man das ja in Irland oft mal festgestellt hat. Die arbeiten sich und fuchsen sich richtig rein. Bei uns, die
Teilnehmenden, die haben dann von sich aus gesagt, wir schließen uns jetzt zusammen und wir sprechen jetzt mit unseren Abgeordneten. Also zum Beispiel mit Ihnen, freut mich, dass es jetzt da geklappt hat, das war die Initiative der Teilnehmenden. Ja. Wir hatten einen Bürgermeister, der im Saarland lebte, der hat einen Termin mit dem Parlamentspräsidenten gemacht, hat den auch bekommen und das war so ein eindrückliches Gespräch, dass der Präsident dann gesagt hat, lass uns das auch mal bei uns im Saarland ausprobieren, weil natürlich so ein Gespräch um ein Vielfaches glaubwürdiger ist, als jetzt ein Verband wie wir oder auch andere Menschen, die da hinkommen, weil es ja ganz authentisch und direkt ist. Zu der Frage von Ihnen, Frau Pahlmann, wie schaut es denn jetzt wirklich aus mit der sozialen Exklusion? Wir haben hier in der Anlage, da ist auf einer Seite drin die 5 Kriterien und auch statistisch, wie wir das geschafft haben, das Bundesmittel zu treffen. Wir haben geschaut nach Geschlecht, das geht relativ einfach. Ja, das ist ziemlich pari pari. Wir haben die Stadt-Land-Verteilung auch gut hinbekommen, das ist relativ einfach, weil man ja die Adressen über die Einwohnermeldeämter bekommt und dann macht man einfach, dann nimmt man halt eine ganz kleine, eine mittlere, eine große, eine Großstadt und darüber hat man schon die Verteilung gesichert. Wir haben beim Migrationshintergrund eine Übererfüllung sogar, es waren sogar mehr Menschen mit Migrationshintergrund da, was man normalerweise bei Beteiligungsverfahren überhaupt nicht hat. Beim Alter war es relativ einfach nach unten. Wir haben uns entschieden, ab 16 Jahren schon einzuladen, weil wir auch SchülerInnen dabei haben wollten. Allerdings dafür haben wir uns entschieden, nur Staatsbürger teilnehmen zu lassen, weil es um Demokratie ging und wir dachten, es ist wichtig, dass man auch wählen kann. Kann man auch anders entscheiden. Wir haben uns jetzt da so entschieden. Bei den Hochbetagten wird es wieder schwieriger. Also 75 aufwärts, da nehmen dann nicht statistisch repräsentativ alle teil. Ja, kann man auch irgendwie nachvollziehen. Und am schwierigsten ist es, die Schulbildung abzubilden. Und zwar Menschen mit keiner oder mit Volksschulbildung. Ja, da klafft es immer noch ein bisschen auseinander. Aber immerhin bekommen wir Menschen mit Volksschulbildung rein, mehr als mit allen anderen Instrumenten. Man kann es dann auch noch unterstützen, indem man zum Beispiel anruft. Ja, oder auch schaut, warum kommst du denn nicht, brauchst du denn irgendwas, wie könnten wir denn das Ganze unterstützen. So kriegt man Menschen zusammen, die normal nie miteinander sprechen. Wir hatten Menschen da aus dem Osten, die haben noch nie mit jemand aus dem Westen gesprochen. Oder auch aus Norddeutschland oder Süddeutschland. Ja, also man kommt wirklich aus der Blase raus. Und das ist auch der große Unterschied von anderen Beteiligungsverfahren. Man meint ja als Abgeordneter, ich kenne meinen Wahlkreis. Ja, klar, der Wahlkreis, meine erweiterte Blase im Wahlkreis, aber ich kriege nicht wirklich mit, was die Menschen, die gar nicht zu mir kommen, denken. Jetzt zu Ihnen noch die Frage, was muss man denn jetzt rechtlich und institutionell machen? Ich glaube auch, dass eine Befassungspflicht über einfache gesetzliche Regelungen möglich ist. Für uns wäre ja auch interessant jetzt von mehr Demokratie, dass so ein Verfahren, wenn es institutionalisiert wird, nicht nur von der Bundesregierung oder von der Parlamentsmehrheit ins Leben gerufen werden kann. Wir denken übrigens nicht, dass Bürgerräte ein Oppositionsrecht ist, weil dann wird es möglicherweise benutzt und dann werden die Bürger so ein bisschen zermahlen in dieser Dynamik. Ja, also wir glauben, dass es Sinn macht, Beteiligungsinstrumente von der Mehrheit, entweder der Bundesregierung oder des Parlaments, zu initiieren. Was wir aber spannend finden würden, ist, wenn es auch die Möglichkeit gäbe, dass es von unten initiiert wird, zum Beispiel wie bei direkter Demokratie über eine vorgeschaltete Bürgerratsinitiative. Dann sammelt man vielleicht 100 oder 200.000 Unterschriften und dann kann das Parlament zu dem Thema einen Bürgerrat starten und organisieren und auch finanzieren. Darüber könnte man mal nachdenken, dass es also nicht nur ein Instrument von oben ist, sondern eben auch eins von unten. Und man müsste natürlich auch hier eine Normenkontrolle einführen, weil natürlich nicht alle Themen sich eignen. Wie bei direkter Demokratie muss man da auch eine Schranke einbauen. Damit sowas dann auch in der Praxis funktioniert, glaube ich, bräuchte man sowas wie ein Kompetenzzentrum oder eine Stabsstelle, der Unabhängige, wie es es zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt, die entweder beim Bundestagspräsidium oder beim Kanzleramt oder woanders angesiedelt ist, wo das Know-how gebündelt ist und wo auch klar ist, wie schaut denn so ein Prozess aus? Macht man jetzt 2 Wochenenden oder 8 Wochenenden? Wie geht denn das Ganze? Wie muss man das denn im Detail dann machen? Wie geht es mit der Finanzierung? Wer kann es denn machen? Das sollte man eigentlich bündeln, dass es nicht bei jedem Ministerium einzeln anhängt. Und jetzt zum Schluss noch,
Jetzt auf Ihre Frage hin, was sind denn die Vorbedingungen oder wie schaut es denn auch mit dem Wissen aus? Ich glaube, es gibt keinerlei Vorbedingungen, man braucht kein Vorwissen, wenn man an so einem Prozess teilnimmt. Am Ende, würde ich mal sagen, ist das durchschnittliche Wissen von jedem Bürger, der da teilnimmt, in etwa auf dem Niveau eines durchschnittlichen Bundestagsabgeordneten in Bezug auf eine allgemeine Frage. Nicht die Fachpolitiker, auf das Level kommt man nicht, aber man hat ein relativ hohes Wissen. Und was aber der wichtigste Punkt ist, und das ist jetzt meine eigene persönliche Erfahrung, ich bin ja auch in den Bürgerrat reingegangen und dachte mir dann schon, ich beschäftige mich jetzt seit 25 Jahren mit direkter Demokratie. Was soll denn ich jetzt aus diesem Bürgerrat Neues lernen? Gibt es denn irgendein Argument, das ich nicht schon kenne? Nein, natürlich nicht. Ja? Aber was für uns oder auch für mich spannend war, man bekommt raus, was momentan mehrheitsfähig ist. Das ist der ganz entscheidende Mehrwert, auf den Sie auch hingewiesen haben. Wir haben für uns festgestellt, dass wir mit unserer Position eben im Grunde einen Ticken zu radikal sind, sondern dass die Bürger eine Kombination wollen von direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung. Und wir haben dann auch gesagt, gut, dann müssen wir unsere Position auch anpassen. Ich glaube, dafür kann man Bürgerräte nutzen, um herauszufinden, was ist mehrheitsfähig, was wollen die Bürger jetzt in dieser Konstellation zu einer bestimmten Frage. Das ist der eigentliche Mehrwert, für den Parlamente und Ausschüsse Bürgerräte, losbasierte Bürgerräte nutzen können. Vielen Dank, Herr Huber. Ich gucke jetzt noch mal in die Runde. Die Zeit ist etwas fortgeschritten. Wir hätten sicher noch ein Zeitfenster für eine letzte Fragerunde, wobei ich bitte, die Fragen kurz und knackig zu halten und genauso kurz und knackig dann bitte auch die Antworten. Und ich habe zunächst gesehen, die Kollegin Höchst, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Huber. Meine Frage ist an Sie bitte. Sie haben gerade ausgeführt, dass Sie für die Auswahl von Menschen für die Bürgerräte auch nach Geschlecht auswählen und dass Sie dort das Verhältnis pari-pari einschätzen. Und ich möchte Sie gerne fragen, wie Sie vor dem Hintergrund, dass einige Menschen doch auch unter Geschlecht den Eintrag divers stehen haben, hier die Menschen für die Bürgerräte auswählen wollen. Danke. Danke. Kollege Agelidis, bitte. Ja, herzlichen Dank. Nachfrage, weil ich glaube, dass meine Frage nicht ganz so klar war. Und zwar ging es mir nicht darum, ob die Menschen, die in den Bürgerräten sind, quasi wie viel die wissen im Vergleich zu einem Bundestagsabgeordneten oder so wie auch immer, sondern mir ging es eigentlich mehr um die Frage, wie das Wissen ist, wie funktioniert unsere parlamentarische Demokratie? Auch gerade um diesem Aspekt, wie viel kann man eigentlich an Partizipation schon auf kommunaler Ebene und an Entscheidungen auf kommunaler Ebene mitgestalten? Denn meine Erfahrung ist, dass da ein unglaublich großes Defizit besteht, was mich dann wiederum zu der zweiten Frage sozusagen führt, die allerdings dann auch an Sie, Frau Dr. Hummel, quasi nochmal geht. Was können wir in dem Wissen, dass wir auf der repräsentativen Seite eben Luft nach oben haben, wie viele Menschen da mitmachen, aktiv jenseits des Wählengehens. Was können wir sozusagen für genau dieses Mehr an Aktivierung auch auf der Seite gegebenenfalls aus den Bürgerräten quasi additiv lernen? Damit es ganz klar ist, mir geht es nicht um das Gegeneinander aufwiegen oder, ne, sondern mir geht es eigentlich eher darum, wie kann man aus Erfahrungen das gegenseitig sozusagen pushen. Danke. Danke, Kollege Agelidis. Ja, stehst auf der Liste. Ich mache der Reihe nach. Kollegin Dr. Christmann, bitte. Ja, vielen Dank. Ich will es ganz kurz machen angesichts der fortgeschrittenen Zeit und würde Herrn Huber gerne noch fragen. Wir haben ja jetzt weitere Entwicklungen. Es gibt ja jetzt den zweiten Bürgerrat. Wie zufrieden sind Sie mit diesen Entwicklungen? Was erhoffen Sie sich da vielleicht auch? Was ist unsere Rolle dann nochmal als Parlamentarier? Das ist ja vielleicht heute auch die Gelegenheit, da die weiteren Entwicklungen nochmal anzusprechen. Danke. Kollegin Pahlmann, bitte. Schließt sich perfekt an, auch an Herrn Huber. Wir haben das ja jetzt auf Bundesebene, die Bürgerräte. Aber interessant wäre es ja auch, dieses Instrument runterzubrechen, auf Landes- und auch auf kommunaler Ebene. Und auf kommunaler Ebene, ich bin auch noch nach wie vor Stadträtin, ich habe mich schon so gedanklich umgeguckt, wer könnte denn die Moderation bei uns machen? Gibt es irgendwie
ein Handwerkszeug, ein Rüstzeug, nach welchen Kriterien muss ich einen Moderator auswählen, damit es auch funktioniert und damit es auch Mehrwert hat? Ich glaube, das ist wirklich die entscheidende Rolle. Da haben Sie alle darauf hingewiesen, dass das schon das A und O ist, wie der Moderator so drauf ist und wie er das lenken kann. Danke. Dann frage ich jetzt nochmal in die Runde, gibt es noch Fragen, die drängen? Dann sind die Fragenrunden geschlossen und wir würden der Vollständigkeit halber doch bei... Entschuldigung, bin ich hier? Ja, die Kollegin Bahr. Ich habe mich auf den Chat gemeldet, wollen Sie noch etwas sagen dazu? Ja, bitte, sehr gerne. Also die Kollegin Bahr ist noch zugeschaltet. Ja, zunächst einmal bedauere ich sehr, dass wir hier als SPD-Fraktion immer zu unserer Fraktionssitzung gehen müssen, aufgrund der Regelung für Corona und der Vorsichtsmaßnahmen. Ich möchte mich aber jetzt doch noch mal einschalten hier und konkret an Herrn Klein und auch an Herrn Huber die Frage stellen oder auch etwas skeptisch fragen. Bürgerräte halte ich für ein ganz wichtiges und ergänzendes Moment und wir sollten alles tun, um unsere Demokratie zu schützen und entsprechend hochzuhalten. Ich habe dennoch die Befürchtung, dass die Niedrigschwelligkeit nach wie vor zu wenig gegeben ist und ich möchte eben nachfragen, was tun wir denn dafür, dass tatsächlich jeder und jede sich beteiligt und sich nicht in einer gewissen Art und Weise ausgegrenzt fühlt. Ich denke, dass das die größte Garantie für Demokratie ist die Teilhabe an Bildung und Arbeit. Und ich glaube, wir haben wahrlich aber auch noch als zweites zu viele Feinde dieser Demokratie. Wie werden wir dem etwas entgegensetzen können mit den Bürgerräten, aber darüber hinaus, deswegen die Sympathie für das, was Herr Klein gesagt hat, darüber hinaus eben ein gesamtgesellschaftliche Herausforderungen sehen gegenüber denjenigen, die eben genau Demokratie abschaffen wollen. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Kollegin, für die Frage. Dann kommen wir jetzt zur letzten Antwortrunde, die Herr Huber bitte eröffnet. Ihre Frage, Frau Höchst, wir sprechen natürlich dann die Menschen so an, dass sie sich selbst einstufen können und sagen können, was für ein Geschlecht sie haben. Dann wird es einfach nach dem Proporz gemacht, wie das in der bundesdeutschen Bevölkerung repräsentativ ist. Zu Ihrer Frage, Herr Agelidis, was man feststellt, ist, dass einmal das Wissen, wie parlamentarische Abläufe stattfinden, wirklich quasi unglaublich steigt und vor allem der Respekt steigt, weil allen klar ist, wie schwierig das ist, bei kontroverser Debattenlage, wo ich nicht alles weiß und nie alles wissen kann, zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen. Also das heißt, die Anerkennung für die repräsentative parlamentarische Demokratie, die steigt, ja, weil alle selber in der Rolle sind und sagen, oh, also ich bin ja froh, dass ich das jetzt nicht final entscheiden muss und die Verantwortung tragen muss. Deshalb erwarten auch Bürgerinnen und Bürger nicht, dass ihre Ergebnisse übernommen werden. Ja, aber sie erwarten, dass man sich damit würdig befasst. Und dann kann man sagen, haben wir übernommen aus den Gründen, haben wir nicht übernommen aus den Gründen. Damit sind Bürgerinnen und Bürger zufrieden. Zu der kommunalen Ebene. Ich kann Ihnen nachher mal auch noch ein paar Links geben, wo es einmal Leitfäden gibt mit Qualitätskriterien. Und es gibt auch Netzwerke für das Netzwerk Bürgerbeteiligung und andere, wo man auf gute Moderatoren zugreifen kann. Weil das ist wirklich das A und O. Die müssen unabhängig sein. Und der Auftraggeber darf natürlich auch nicht zu sehr intervenieren. Ja, die müssen da auch eine Freiheit haben jetzt. Ja. Jetzt zu, was war das letzte noch? Ja, genau. Die Frage, wie es denn jetzt weitergeht. Es soll jetzt noch einen Bürgerrat geben im nächsten Jahr zu Deutschlands Rolle in der Welt. Und da ist ja zuallererst einmal das Wichtige, was bedeutet jetzt eigentlich Deutschlands Rolle in der Welt? Das ist ein Riesenthema. Ja? Wir haben erstmal alle Fraktionen abgefragt, was sie darunter verstehen. Das geht von Auslandseinsätzen über Waffenexporte, über Handel, über Menschenrechte, über Klima, über Verhältnis zu Russland, Verhältnis zu Irland im Speziellen. Nee, Scherz. Also die multipolare Weltordnung und so weiter. Das ist erstmal die Abfrage von den Fraktionen. Dann fragen wir ca. 80 zivilgesellschaftliche Organisationen, was sie darunter verstehen. Dann gibt es losbasierte Fokusgruppen in verschiedenen Städten, wo wir Bürgerinnen und Bürger einladen, was sie darunter verstehen.
Dann gibt es einen Workshop, wo die parlamentarischen Geschäftsführer eingeladen sind und die außenpolitischen Sprecher, denen man diese Themenlandkarte dann vorstellt und sagt, so, haben wir die richtigen Themen ausgewählt, kann dann von Seite der Politik nochmal Input genommen werden und am Ende entscheiden die Durchführungsinstitute. Ganz wichtig, die müssen eben unabhängig sein, weil wir keine 20 Fragen bearbeiten können, sondern vielleicht 6 oder 7 an 3 Wochenenden. Die Wochenenden finden statt im Januar und im Februar und die Übergabe soll am 19. März stattfinden, noch vor der Osterpause, damit sich auch dann der Bundestag mit diesen Ergebnissen noch befassen kann. Und zusätzlich soll es eben auch eine Handreichung geben, wo all die Fragen, jetzt ist sie weg, die Frau Achelwim, die sie gestellt hat, was gibt es denn für Implikationen, wie kann man das Ganze denn praktisch machen, quasi eine Empfehlung an den Bundestag, wie man sowas etablieren und institutionalisieren kann. Vielen Dank. Hallo, Herr Kuffer. Herr Huber, Frau Dr. Hummel, Ihre letzte Antwortrunde. Wenn ich es richtig sehe, würde ich nur noch mal bei Ihnen antworten, wobei ich mich eigentlich Herrn Huber da vollkommen anschließen kann. Also es ist tatsächlich so, wenn die Leute das zum ersten Mal miterleben, dann ja, bekommen sie auch ein höheres oder ein größeres Verständnis, wie parlamentarische Prozedere funktionieren. Also diese Erfahrung zu sagen, ich gehe mit einer Meinung da rein und der andere mit auch einer komplett anderen und dann treffen wir uns aber doch irgendwie. Und das Ganze findet dann auch noch mit einer bestimmten Verfahrenslogik statt. Das macht was. Das war's. Vielen Dank dafür, kurz und knackig. Herr Dr. Klein, für die Antworten jetzt an die Fragen an Sie, bitte. Ja, Frau Bahr hat ja aus dem Netz gefragt, ich freue mich sehr, Niedrigschwelligkeit von Instrumenten deliberativer Demokratie wie Bürgerräte. Das ist insofern eine sehr gute Frage, weil auch wir gehen aus vom Engagement von 30 Millionen Menschen und wir wissen, dass nicht automatisch Beteiligung ins Spiel kommt. Entweder man wird angeschrieben, überrascht und lernt dann im Verfahren. Aber das ist ein Weg, den ich bevorzuge, beziehungsweise für genauso wichtig oder wichtiger sogar halte. Selbstgenerierte Anliegen, angefangen beim kommunalen Raum, die Bürger in ihrem Engagement als Themen begreifen, auch ständig gestalten und wo sie Lösungsbedarf für neue Rahmenbedingungen haben. Also im Grunde eine Bottom-up-Perspektive, die dann selbstverständlich auch durch ein Instrument wie das Bürgerräte, gerade wenn es konfliktär ist oder hochkomplex, mit geregelt werden könnten. Aber wie gesagt, mir ist, und das möchte ich an der Stelle doch nochmal ganz entscheidend, sehr, sehr wichtig, dass die Herzkammer der Demokratie die Zukunftsfragen der Demokratie in ihren eigenen Räumen behandelt, dass sie auch Strukturförderung für zivilgesellschaftliche Infrastrukturen, die prodemokratisch Garantie haben, mit ermöglichen, Demokratiefördergesetz oder egal wie der Name klingt, von der Sache her, ich bin sicher, das Feld braucht es. Und dann natürlich die Herausforderung einer handlungs- und erfahrungsbezogenen Bildungslandschaft, die Erfahrungen dann auch politisch reflektiert. Also ich bin selber politischer Bildner seit vielen Jahrzehnten und kann sagen, die stärksten Bildungserfolge habe ich immer dann gehabt, wenn Menschen aus ihren Handlungskontexten heraus Fragen erörterten, durchaus auch kontrovers, und dann merkten, ach, da gibt es noch andere Sichtweisen, wir können weiterkommen und das in einer demokratischen Weise. Also das, und wie gesagt, Bürgerräte, letzter Satz, ist da natürlich ein entscheidendes Instrument im Kasten, aber ist nicht das Ganze der Agenda einer modernen Engagement- und Demokratiepolitik. Das ist mein leidenschaftliches Plädoyer, diese Breite im Auge zu halten und Bürgerräte in jedem Fall als wichtiges und wertvolles Instrument dabei auch zu sehen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Klein. Und den Schlusspunkt setzt Herr Dr. Lotter. Bitte. Ich bin ja gar nicht adressiert worden mit Fragen, aber ich sage trotzdem gerne noch etwas. Also ich würde auch gerne noch mal betonen, dass ich Bürgerräte für ein sehr vielversprechendes institutionelles Instrument halte, um Repräsentation durch die ganze Gesellschaft, durch das ganze politische System hindurch zu ermöglichen. Ich glaube, die wirklich spannende Aufgabe wird dann am Ende sein, das vernünftig zu prozeduralisieren. Ja, das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Ich habe nicht so große Bedenken, dass es an mangelnder Partizipation, an mangelndem Interesse oder was auch immer scheitern wird. Ich glaube, das Gegenteil wird der Fall sein und vielleicht auch für Überraschungen gut sein. Aber es wird, glaube ich, ein ganz zentrales Element sein, eine kluge, abgewogene Institutionenpolitik und gute Prozeduren dafür zu entwickeln.
die passfähig und harmonisierbar auch mit da würde ich immer bei Herrn Klein sein, die eben auch respektieren und Beitrag dazu leisten, dass die Herzkammer der Demokratie das Parlament ist. Danke. Vielen Dank dafür. Als Schlusspunkt möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, Exzellenz, wenn Sie zu der Thematik noch was sagen wollen. Vielen Dank dafür. Dann, meine Damen, meine Herren, vielen Dank für Ihr Einbringen und das zur Verfügung stehen. Dann sind wir mit Tagesordnungspunkt 1 am Ende, den ich an dieser Stelle schließe. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 2, Verschiedenes. Gibt es dazu Wortmeldungen? Sehe ich, ist nicht der Fall. Dann schließe ich auch den und will Sie verabschieden. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses vielschichtige und komplexe, aber überaus spannende Thema. Ich glaube, wir haben heute wahnsinnig viele Informationen mitgenommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, einen guten Nachhauseweg. Ihnen, Exzellenz, auch nochmal den allergrößten Dank aus der Runde. Es war für uns unglaublich eindrucksvoll, die Einschätzung unmittelbar aus Irland, so haben wir es ja wahrgenommen, zu erleben. Ich muss mich revidieren. Es wird nicht ganz eine Irlandreise des Ausschusses ersetzen, einfach deswegen, weil Sie uns heute auch Lust auf Irland gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Darauf freuen wir uns und vielleicht wird sich die Gelegenheit geben, dass wir unmittelbare Eindrücke in Irland als Ausschuss noch zusammensammeln. Ich wünsche Ihnen allen, auch an den Bildschirmen, wir haben ja Live-Übertragung, einen schönen Nachmittag. Vielen Dank für die Zeit. Und jetzt noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Wir unterbrechen 5 Minuten, dann ist auch die Zeit, die Kameras abzubauen und dann treffen wir uns hier zur Obleuterunde. Bis gleich. 7 Minuten, sagt der Kollege Agelidis. Okay.